Das sind 1000 Stickertüten. 1000 Stickertüten, die wir jetzt in einem Video auspacken. Deswegen, haut mal raus, 1000 Likes, 1000 Tüten. Da sollten wir doch, Jungs, wir alle, Jungs und Mädels, wir alle sollten heute so sein. 1000 Stickertüten, 1000 Likes. Also, wenn wir das nicht packen, dann bin ich wirklich sauer, ne? Ganz klar. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich öffne heute in einem Video 1000 Stickertüten der neuen Euro-Sticker-Serie. Eine Box habe ich hier, dann habe ich die zweite hier. Die sieht schon ein bisschen kaputt aus. Ich habe alles schon aufgeschnitten hier. Ich war vorbereitet, weil wir müssen das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Außerdem ist das eh schon ein absolutes Rekordvideo. Ich glaube, das werde ich gefühlt niemals mehr in meinem Leben so so sehen, so machen, keine Ahnung, 1000 Stickertüten, das ist geisteskrank, das ist wirklich geisteskrank. Hier eine 140er Box, hier eine 140er Box und hier noch eine 140er Box und hier noch eine 140er Box. Ich glaube, das sind alle. Wir zählen mal gleich durch, Jungs. Bevor wir hier einmal durchzählen und euch zeige wirklich, dass in jeder Box die ganzen Tüten noch drin sind, nicht, dass hier jemand schreibt Fake oder sonst was. Es ist wirklich 100% Real Talk. Und 100% werden wir hier heute 1000 Stickertüten auspacken in einem Video. Huiuiuiui, wenn ihr auch Bock habt, diese Sticker-Serie zu sammeln, die neue Europameisterschaft-Sticker-Serie von Panini. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, schaut gern vorbei, weil das Coole ist, mit einer 140er Box, das ist hier nämlich eine 140er Box, kann man sich mit dem QR-Code oder mit dem Code, der da unten drunter steht, ich verdecke ihn jetzt extra, kann man sich nochmal 50 Sticker kostenfrei nachbestellen. Das heißt, man hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer solcher 140er Box ein Stickerheft komplett. Und bei mir auf dem Tisch stehen gerade 5 140er Boxen und 3 100er Boxen. Das heißt, wie mache ich das jetzt am besten? Ich zeige euch einfach mal, ja, hier unter meiner Facecam kurz mal hinstellen. Leute, ich starte hier. Die Box, 100 Tüten. Zack, 100 sind das. Merken wir uns, stelle ich hier oben rechts hin. Dann zweite Box, nochmal 100. Sind 200. Dritte Box, sind auch nochmal 100 Tüten drin. Sind 300 Tüten. Plus 140er Box, sind 440 Tüten. 440 plus nochmal 140 sind 580. 580 plus 140 nochmal sind somit, jetzt ist hier das Ding abgefallen, sind somit 720. 720 plus 140 sind 860. Wieder das Ding abgefallen. Und das letzte Display auch nochmal 140 Tüten. 860 plus 140 sind natürlich 1000 Stickertüten. Ich habe ja schon mal eine komplette 100er Box geöffnet. Diese komplette 100er Box habe ich innerhalb von 40 Minuten geschafft zu öffnen. Und jetzt könnt ihr euch das Ganze hochrechnen. Wenn ich hier in meinem normalen Tempo die ganzen 1000 Stickertüten auspacken würde, würde dieses Video 7 Stunden lang gehen. Ihr seht jetzt schon, wie lange dieses Video geht. Ich weiß es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und ich werde wahrscheinlich auch mehrere Parts, sage ich mal, machen. Es wird am Ende ein Video sein, aber für mich ist es quasi auf mehrere Tage aufgeteilt, weil ich kann jetzt hier mich nicht 5 Stunden mal hinsetzen an einem Tag und oder länger sogar, normalerweise eigentlich noch länger. Also ich werde auch mal zwischendrin einfach 2 Boxen oder so mal komplett aufreißen und ihr habt eine, keine Ahnung, eine Zeitraffer da drin oder so, wahrscheinlich auch nur eine ganz kurze Zeitraffer, weil ich möchte euch nicht eine 20 Minuten Zeitraffer da vorspielen oder ja zeigen. Deswegen, Leute, wir starten einfach ganz chillig, ich würde sagen, die 100er Boxen stelle ich mal zur Seite. Wir starten ganz chilli vanilli einfach mit einer 140er Box hier. Einfach mit einer 140er Box starten wir hier rein. Bam. Alle anderen Boxen zur Seite. Mit dieser 140er Box starten wir 1000 Packs in einem Video. Ach du heilige Maria. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich glaube, ich sortiere die Glitzersticker raus. Komm, ich starte einfach, Jungs. Ich starte einfach. Ich habe jetzt sowieso hier schon sehr viel rumgeschnackt und ich lege auch, ja, welche Sticker, wie soll ich denn das rauslegen, Jungs? Wie soll ich das am besten rauslegen? Ich werde so oder so die ganzen, ich werde das Album mehrmals füllen. Ich werde das Album mehrmals füllen und dieses Unboxing hat auch nichts mit Let's Collect zu tun. Let's Collect ist nochmal ein anderes Experiment, was wir ja jetzt sehen, jeden Tag um 18 Uhr gemacht haben oder immer noch machen. Soll ich nach Nationalmannschaften sortieren?
Dann dauert es eigentlich theoretisch noch länger. Leute, ich sortiere nicht, ich sortiere nicht. Das heißt, ja, wir werden einfach so die Stickertüten öffnen, weil wenn ich jetzt noch sortiere, dann sitzen wir hier wirklich 12 Stunden. So, oh, erster Shiny, die Glitzersticker lege ich raus. Das können wir machen, dass wir sehen können, wie viele Glitzersticker haben wir aus 1000 Päckchen. Joe Rodon, dann haben wir hier Andre Duda, Marikamjik, Oyarzabal und Arajuri aus Finnland. Nächstes Pack haben wir Russland, Kroatien, Wales, Jesse Uronen und Augustinsson aus Schweden. Alter, Leute, es werden so viele Sticker hier am Ende auf dem Tisch liegen. Ne? Es werden so viele Sticker am Ende ausgepackt werden. Ach du heilige Russland-Logo. Dann haben wir Domagoj wieder und Zeluzka. Ich würde sagen, ich lese immer nur die Highlights vor, sage ich mal. Ne? Weil wenn ich jetzt hier jeden Sticker namentlich vorlesen würde und da habe ich schon den ersten verkackt. Ach ja, 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 moin Brozovic, den kann ich direkt wegschmeißen. Einfach komplett zerrissen, weil Dönitz Lost ist schon wieder hier. Oh, das ist aber ein geiles Pack hier, ne? Pickford, Arnold, Erik Dyer, Klostermann und Michy Batshuayi. Das war ein geiles Pack. Einmal schön gerade machen. Nächstes. Also ich zähle natürlich nicht mit. Ich würde mich eh 20 Mal verzählen, bei welchem Pack wir stehen. Schalai und Loik Nego. Dann haben wir, oh, das Slowakei-Logo. Willi Orban aus Ungarn und Robert Sko aus Dänemark. Dänemark. Anthony Lopez. 1000 Packs, Jungs, Alter. Das ist wirklich, das ist geisteskrank, was wir hier machen, ne? Ihr müsst euch das mal, ich glaube, es verstehen gar nicht so viel, es versteht gar nicht. Die Hälfte der Zuschauer verstehen gar nicht, was wir hier gerade machen. 1000 Stickertüten in einem Video. 1000 Stickertüten in einem Video. Ich würde sagen, so Ronaldo, Mbappé und ja, die ganzen Sticker, die halt so tendenziell geiler sind als andere Sticker. Ne? Mbappé sollte man sich immer rauslegen und in einem guten Zustand behalten, weil es halt Mbappé ist. Ronaldo safe auch. Messi auch, Kappa. Nicht Spaß. Messi gibt es natürlich nicht. Oh, Kamavinga ist auch so einer, ne? Kamavinga ist auch sehr, sehr geil. Komm, Kamavinga kommt auch raus. Eines der jüngsten Frankreich-Talente, die es gibt. Eduardo Kamavinga. Dann Dries Mertens, Sobol und Erik Garcia. Erik Garcia ist auch ein guter Mann. Lege ich jetzt aber nichts raus. Wir werden sowieso... Jadon Sancho gehört natürlich auch dazu, hier einzeln rauszulegen. Oder Rashford oder so. Viele Engländer, die das Potenzial haben. So, Schottland, Mandanda. Ich finde, in diesem Rhythmus kommen wir bleiben hier. Timo Werner auch geil. Bloß Timo Werner weiß ab und zu nicht, wo das Tor steht. Timo Werner, da steht das Tor, Tor. Dann haben wir Kudela. Peter Gulagi, Gareth Bale und Reka. Reka. Aber Dönitz, die Sticker solltest du nicht zerreißen. Das war eben schon wieder kurz davor, dieses Pack komplett hops zu nehmen. Oh, der erste, Cristiano Ronaldo und Goralski aus Polen. CR7, Nummer 1. Mal gucken, was denkt ihr, wie viele Ronaldos kriegen wir hier am Ende? Wie viele Ronaldos werden wir hier ja am Ende am Start haben? Das ist echt, ich bin gespannt. 1000 Tüten, ja, erwarte ich schon mindestens 5-6 Ronaldos, wenn nicht sogar mehr. Genau das gleiche mit Mbappé eigentlich. Also eigentlich müsste ich jeden Sticker 5-6 mal ziehen, dass ich komplett einen, ja, 2, 3, 4, 5 Alben mindestens komplett habe. Luka Modric, auch nice. Habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo, also ich habe ja auch schon einige Stickertüten geöffnet von der Euro-Serie. Aber Luka Modric, war da, habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gezogen. Heute das erste Mal im 1000 Sticker Tüten Unboxing. Huch. So, dann Italien, Ungarn, Russland, Jasicki und Matvienko. Ja, wie gesagt, wenn ich jeden Namen vorlese, dann sitzen wir hier wirklich den ganzen Tag, aber Lewandowski, das ist schon mal nice. Und der nächste Glitzersticker. Und ich sollte mir auch jeden Sticker einmal kurz angucken, weil es kann ja auch sein, wenn ich jetzt einfach so machen würde, zack, weglegen, ne, könnte ich ja auch machen, theoretisch sowas hier. Bam,
Bam. 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 Wisst ihr? Könnte man ja theoretisch auch machen. So. Ich mach das mal mit diesem Stapel, den ich da jetzt hier noch habe, links. Und dann gucken wir einmal. Aber ich muss sagen, ich fühle das eher mehr, wenn ich... Aber das könnte man auch mal, ne? Vielleicht kann ich so auch mal ein, zwei Displays durchziehen. Weil so öffnet man die Stickertüten halt komplett schnell. Und wir wollen das Ganze ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen, ne? Das ist ja auch klar. 1000 Stickertüten. Wir sind am ersten Display. Und ich habe euch gerade die Display-Menge gezeigt, wie viele Displays hier rumstehen gerade. Ach du Kacke, Jungs. Und so ist der Stapel, der linke Stapel. Aber ihr seht, ne, das komplette Display ist hier auch noch voll. Und das ist das erste. Das ist die erste 140er Box. Oh, nächster Shiny. Lege ich gleich alle zur Seite. Oh, Ronaldo Felix kommt erstmal hier raus. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz hier den Stapel gerade machen, weil dann kann man sich so den Stapel hier angucken und einmal schauen, hier Frankreich, Glitzer-Sticker. So könnte man es eigentlich machen hier, ne? Skillzy. Dann haben wir hier Euro-Logo. Doku ist dabei. Kai Havertz ist dabei, sehr geil. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gezogen. Also ich glaube, das ist sogar eine Variante, dass man... Oh, Mason Mount ist auch geil, kommt hier unten hin. Na, Rabiot nicht raus. Kollege, hier, oh, Trippier, Portugal-Logo. Der Pokal. Schottland. Tschechien. Ungarn. Jetzt sage ich hier. Oh, Manuel Neuer. Vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer. Sondern, ne, das war andersrum. Lost. Dedrick Boyata. Oh, Dedrick Boyata von der Hertha. HOE. Hertha BSC, dann Harry Kane und Manuel A. Kanji. Also das wäre auch noch eine Variante. Und das wäre eine Variante, ne? Leute, es kommt ja dieses Jahr noch auf jeden Fall auf meinem Kanal. Das ist ja auch, ja, ein Muss bei den Euro-Serien und bei den Weltmeisterschaftsserien auf meinem Kanal, dass ich eine Challenge mache. 100 Tüten in 10 Minuten. Und das wird safe auch kommen. So, ich hole mal alle. Oh, Jungs. Wer würde jetzt gerne mit mir tauschen? Der schreibt jetzt eine 1 in die Kommentare. Bin ich mal gespannt, wie viele 1 da kommen. Und wer bis jetzt hier geschaut hat. Und wer auch das Komplette, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Video auf jeden Fall irgendwie abends heimlich unter der Bettdecke angemacht wird. Und dann dieses Video komplett bis zum Ende geschaut wird. Aber ich kann es mir auch nicht... Leute, wer von euch hat sich vorgenommen, dieses Video komplett durchzuschauen? Also ich könnte mir vorstellen, nebenbei so beim Zocken das Video so laufen zu lassen, ja. Und die Hardcore-Fans, glaube ich, die gucken sich das Ganze an. Aber ich kann euch da auch nicht böse sein. Oh, Ansu Fati, sehr geil. Ansu Fati kommt raus. Wenn ihr nur eine Stunde guckt oder so. Weil dieses Video wird ja safe länger als eine Stunde gehen. Arnautovic, wen haben wir hier noch? Bastoni, De Ligt und Sissoko. Sissokochen, Alderweireld. Was haben wir hier noch am Start? Mit Bernie und Barisic. Barisic, lalalala. Barisic, na. Also ich werde safe so oder so nach... Also das ist ja heute das Unboxing. Und ich werde dann nochmal alle Sticker sortieren. Das aber privat. Und dann euch dann auch mitteilen, wie viele Sticker... ich dann insgesamt, oder wie viele Sticker-Alben ich quasi voll habe mit 1000 Sticker-Tüten. Da wird es dann safe nochmal einen riesen Mappen-Update geben. Das kann ich euch versprechen, Jungs. Ein riesen Mappen-Update. Ich denke mal, da habt ihr auch Lust drauf. Auch wieder nicht zu vergleichen mit Let's Collect. Let's Collect ist, wie gesagt, eine eigenständige Serie, die es auf meinem Kanal gibt, wo wir jeden Tag Sticker-Tüten auspacken und direkt einkleben. Halt im Let's Collect-Sticker-Heft. Also das kann man mit diesem Video oder mit meinen anderen Mappen halt nicht vergleichen. Robertson, Renault und Mario Rui. Jetzt kommt schon mal ja, etwas länger keiner mehr, der hier in meine untere Auswahlliste kommt. Hier Ronaldo, Ansu Fati, solche Sticker sind halt geil. Ne? Mason Mount, Kai Havertz. So die ganzen wilden Sticker. Die jungen wilden, außer Ronaldo ist nicht jung, aber Ronaldo ist wild. Und Ozan Kabak, auch geiler Sticker. Ozan
Kabak. Ich würde sagen, bei der 140er Box sind wir jetzt circa, vielleicht eventuell bei der Hälfte. Ich habe natürlich nicht mitgezählt, weil das würde eh schief gehen, wenn ich hier mitzählen würde. Oh, Spanien-Logo. Spanien-Logo. Also Glitzersticker bin ich auch gespannt, ne? Wie viele Glitzersticker wir am Ende haben werden. Aus 1000 Päckchen, Jungs. Aus 1000 Päckchen. Benji Pavard. Dann signed von Equal Game. Zack, zack. So. Der nächste deutsche Duo-Sticker. Timo Werner, Serge Gnabry. Busquets und Leiner. Nächster Shiny Finnland-Logo. Okay, der okay. Huch, huch. Huch. Ich wollte schon sagen, schon wieder Felix und Ronaldo. Also für mich der geilste Duo-Sticker ist, den haben wir schon gezogen. Das ist hier Ronaldo und Felix. Einen geileren Duo-Sticker gibt es in dieser Serie nicht. Puki. De Gea hier noch am Start. Breel Embolo. Und Antonio Rüdiger. Antoni Rüdiger. Schalalalala. Serge Gnabry. Also ich finde, bei Serge Gnabry hat man auch ein älteres Bild genommen, ne? Eigentlich sehr, sehr schade, weil so sieht Serge Gnabry ja nicht mehr aus. Ich glaube, da hat man etwas, ja, das Bild von der WM genommen. Könnte ich mir vorstellen. Moise Kean, Rodriguez und Luc de Jong. Luc de Jong. Und auch schon lange kein Glitzersticker mehr. Was geht's hier ab? Kingsley Coman, Kanté, das war ein geiles Franzosen-Pack. Ich werde übrigens die einzelnen... Sticker, also die einzelnen, was wollte ich jetzt sagen, die ganzen Sticker, die ich auspacke, werde ich immer in die Box wieder zurückpacken. Lenglet und Kudryashov. Kudryashov, schal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 a. Jetzt hätte ich fast gesagt Zlatan Ibrahimovic, aber der ist ja hier noch nicht dabei. Thilo Kehrer von der deutschen Nationalmannschaft. Huch. Ich hatte auch überlegt, zwischenzeitlich so Draft-Challenges einzubauen. Macht aber auch keinen Sinn. Warum? Weil ich sowieso jeden Sticker habe von der Euro-Serie. Und der Pokal ist komplett. Ich hoffe, vorhin hatten wir die obere Hälfte, glaube ich. Ne, jetzt die untere Hälfte. Thiago, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gehört für mich dazu, der hier unten halt in die Reihe kommt. Oder auf den Batzen. Weil auch diese Sticker, die hier unten liegen, die werden am Ende wahrscheinlich so ein Stapel sein. Weil ich alle doppelt und dreifach und vierfach ziehen werde. Aber habe ich nichts dagegen. Habe ich nichts dagegen. Nordmazedonien. Oh, Pandev. Ja, den kennen wir alle. Oh, und Jadon Sancho. Bing bong. Sehr cool. So, mein Mülleimer ist schon fast voll. Ich muss mal ein bisschen, ne? Die Stickertüten kann man ja auch... Ich werfe sie halt immer so in den Papierkorb, aber man kann sie auch richtig klein drücken. Und dann passt halt mehr in den Papierkorb. Rusnak und Ulmer. Ulmerchen. Ulmerchen. Sobnin. Arnold und Gadzinski. Wir sind jetzt bei, gerade, also ich lese immer nur von der Kamera ab, von der Facecam, Zeit, die ich aufnehme. Sergio Ramos ist auch ein geiler Sticker, aber gehört für mich nicht da unten rauf. Oder in die Menge da unten. Wir sind gerade bei 20 Minuten, Jungs. Wir sind gerade bei 20 Minuten. Holy moly. 20 Minuten und noch keine Box. Noch keine Box durchgeführt. Guckt euch das mal an. Das sind noch die Tüten von der ersten Box. Das sind ja jetzt immer noch 50 Tüten gefühlt. Aber es macht mega Laune, Jungs. Und alleine dieses Gefühl, gerade diese Stickertüten in der Hand zu halten, ist was richtig, richtig Geiles. Ich denke, da jeder Sammler wird mir da zustimmen. So, die Stickertüten in der Hand zu halten, einfach geil. Hier Polen, dann haben wir Christoph Piontek noch am Start. Rui Patricio, Ivan Perisic. Der Ivan, dann Makarenko. Kuke, Leroy Sané und Harry Wilson. Ich weiß nicht, hatte ich das am Anfang schon gesagt, dass ich dieses Video in mehreren Parts machen werde? Also, ich werde sicherlich die ein oder andere Box so als Zeitraffer aufnehmen, dass ich dann halt gar nicht kommentiere und ihr seht es halt, innerhalb von 10 Sekunden habe ich die Box geöffnet, so gefühlt. Und dann seht ihr am Ende alle Sticker. Sowas werde ich machen. Aber ich werde halt quasi, ich werde jetzt auch nicht heute
alle, also ich fange hier gerade am Mittwochabend an, diese Stickertüten auszupacken. Und dieses Video werdet ihr wahrscheinlich laut meinem Plan, werdet ihr dieses Video am Samstagvormittag jetzt gerade sehen. Bruno Fernandes, auch geil. Und, oh, Lewandowski und Fernandes in einem Pack, sehr nice. Und ich starte heute hier Mittwoch und ja, ich nehme Donnerstagabend auf, ich nehme Freitagabend auf und Samstag habt ihr dann das Video. Oder genau jetzt gerade, Ilkay Gündogan. Weil an einem Stück, 1000 Stickertüten zu öffnen, ist dann für mich auch ein bisschen zu hart, sage ich mal. Ich mach's gerne, aber ne, 1000 Stickertüten ist dann doch nochmal ein Stück heftiger aus meiner Sicht. Ein Stücke heftiger. Und einer fehlt noch, Mann. Einer fehlt da unten noch. Und ich kriege jetzt schon langsam Bauchschmerzen, weil er noch nicht am Start war. Wo ist er denn? Ihr wisst alle, wen ich meine. Ihr wisst alle, wen ich meine. Der begehrteste Sticker. Ja, hier. Die Nation stimmt. Antoine Griezmann ist es aber nicht. Natürlich Mbappé meine ich. Das ist ja klar. Kylian Mbappéchen. Dann Paulsen und Dolberg. Dann haben wir Sancho und Sterling. Auch ein geiler Duo-Sticker. Ah, schon auf Augenhöhe will ich noch nicht sagen mit Ronaldo und Felix, aber ist schon der Zweitbeste. Der Zweitbeste, so kann man es sagen. Dann geht es hier weiter mit Frankie de Jong und Donny van de Beek. Und hier nochmal Frankie de Jong als normalen Sticker. Kommt auch unten rein. Deutschland mit Neuer und Ginterchen. Da habe ich einen übersprungen. Das ist Memphis Depay gewesen. Adam Lang und Kevin Mbabu. Mbabuchen. Karavajew, Muslio und Nicolo Barella. Habt ihr schon einen empfehlenden Sticker gesehen? Weil das ist ja eine 140er Box, die ich hier auspacke. Und normalerweise müsste man mit einer 140er Box das Album ja schon nahezu vollständig haben. Aber Felix fehlt noch, Mbappé fehlt noch und einige Deutsche fehlen auch noch, ne? Also, ja. Deutschland kriegt man aber sowieso. Und wenn man diese 140er Box im Panini Online Shop bestellt, kriegt man bei diesem Bundle, also mit Album, mit dem Code, der unten drauf steht und ja, mit diesem Bundle halt, was man sich bestellen kann, kriegt man halt noch alle deutschen Sticker gratis dazu. Das heißt, man müsste die deutsche Nationalmannschaft gar nicht in den Packs drin haben. Man hat sie zwar drin, aber man hat halt nochmal mit dem Bundle sowieso schon alle deutschen Sticker. Man kriegt dann so ein kleines Pack, wo man halt schon alle deutschen drin hat. Oh, und da ist er. Da ist er doch. Ciao, Felix. Numero uno. Markus Berg. Van de Beek. Jason Denaya. Und Christoph da ganz am Ende. Larsen, wieso ich eigentlich nicht früher auf diese Idee gekommen bin, bei der Challenge 100 Tüten in einem Video, ich könnte doch einfach 100 Tüten aufreißen und dann im Nachhinein alle Spieler vorlesen und alle Sticker vorlesen. Oder ist das illegal? Darf man das nicht? Jonathan Tah und Rashford, also bei der Challenge jetzt hier, ne? Das ist ja heute keine Challenge, das ist einfach ein Video, wo ich 1000 Stickertüten auspacke. 1000 verdammt nochmale Stickertüten. Und das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Toni Kroos, zack. So, dann haben wir Acerbi. Oh, Mbappé, Griezmann, das ist ein cooler Duo-Sticker. Phil Foden ist auch geil. Komm, packe ich mal beide unten hin. Und André Duda. Hätte es sich eigentlich auch verdient, da unten zu liegen, aber ja, muss ich ein bisschen schmunzeln. Kommt trotzdem nicht hin. Aber André Duda mag ich. André Duda feiere ich. Ex-Hertaner. Sympathisches Kerlchen. Cleveres Kerlchen. Dribbelstark. Österreich-Logo. Vestergaard. Joe Morel. Na, jetzt kam aber schon lange keiner mehr, der. Ah, Julian Brandt. Der nächste Deutsche. Nächster Shiny. Und Minxi noch. Guckt, Leute, guckt euch mal diesen Stapel jetzt schon an, ne? Guckt euch mal diesen dicken, fetten Stapel jetzt hier schon an. Ach, du heilige Mann. Junge. Und
aus dem ersten 140er Display sind noch immer noch so viele Tüten am Start. Das heißt, Mbappé, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ich hoffe, Mbappé, die sind beste Freunde. Das hoffe ich doch mit dir. Kuzajew und Marco Verratti. Marco Verratti, Matti. So, Jaremczuk, Slowakei-Logo. Shakir und Fabianski. Dann geht's weiter mit Craig Gordon. Dokal, Danny Ward und José Fonte. José Fonte, José Fonte Monte. Lucas Digne, Hartebohr, Connor Cody und Nikolov. Nikolov, 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 Nikolov. Ich kann euch auch direkt gleich mal sagen, wie viele Glitzersticker wir aus einer 140er Box haben. Und dann kann man das ja sowieso ungefähr hochrechnen. Man hat natürlich nicht immer gleich viele Glitzersticker in einer Box. Aber so den Durchschnitt könnte man dann mal recherchieren, beziehungsweise dann würden wir halt rausfinden, wenn wir jetzt hier 25 Glitzersticker haben, bedeutet, wir haben auf jeden Fall am Ende dann locker über 100 insgesamt. Und somit haben wir auch safe alle. Und da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Wir werden auch safe alle Porträtsticker haben und nicht nur einmal. Ich glaube, wir werden das Heft mindestens insgesamt dreimal komplett füllen. Das heißt, wir werden hier heute am Ende Ronaldo dreimal auf dem Tisch haben. Safe Call. Gehe ich ganz stark davon aus. So, Dani Olmo, Trincao, Glick, Rodak. Ja, so langsam fällt auch hier der Turm, ne? Der schiefe Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisachen. Simon Kjær, Guerrero, Larsson und McGregor. Schottland, Österreich, Ukraine, Schweiz und Christoph Piontek von der Hertha von Polen. Sehr cooler Sticker. Sehr cooler Sticker. Fredrik Jensen, Renato Steffen, Miranchuk, Kronqvist und Martin Hinteregger. Ah, ich zähle mal ganz kurz durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 Tüten. 31 Tüten. Das heißt, wir haben jetzt 110 Tüten geöffnet. Das heißt, wir sind deutlich schneller als beim Unboxing, wo ich 100 Tüten in einem Video geöffnet habe. Weil da habe ich ungefähr 40 Minuten gebraucht für eine Box. Und jetzt haben wir ja schon über 100 Tüten geöffnet. Und sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten. Ungefähr. Pi mal Daumen. Giorgio Grillini, Gregos, Claesson und Miranchuk. Aber ich muss auch sagen, ich öffne ja auch deutlich schneller hier. Und ich lese auch nicht alle Namen vor. Quasi Geier. Einmal gerade rücken, das Ganze. Rück mal ein Stück hier. Rücki, rücki, rücki mal ein Stücki. Aber Mbappé würde ich trotzdem noch gerne drin haben hier, ne? Mbappéchen. Ja, das ist nicht Mbappé, das ist Pepe. Aber wenn Pepe da ist, dann ist der Mbappé auch nicht weit entfernt. Sagt man so, ist ein Sprichwort. Ne? Leute, ist ein Sprichwort, müsst ihr euch merken. Wenn ihr Pepe im Pack habt, dann ist der Mbappé auch nicht weit weg. Dann ist der Mbappé auch nicht weit weg. Ja, der wird gleich hier am Start sein. Der EM-Pokal nochmal, shiny. Albin Ekdal aus Schweden. Dann haben wir Emerson, das Italien-Logo. Raheem Sterling. Raheem Sterling, aber Sterling. Ja, nee, komm, Sterling muss ich jetzt nicht nochmal. Da ist der Zug nicht abgefahren. Sterling ist ein sehr guter. Und wer ist das? Das ist Kimbembe. Kimbembe. Richtig gutes Spiel gemacht gegen Bayern, finde ich. Der Kimbembe. Dänemark und Joshua Kimmich. Dänemark shiny. Shiny, shiny. Shine light like a diamond. Do, do. Dann haben wir Kanayan. Wo spielt der eigentlich mittlerweile? Kanayan. Der hat mal, hat der nicht auch mal bei Schalke gespielt? Kanayan oder? Ne, bei Düsseldorf. Verwechsel ich das gerade? Julian Drexler, Mexler. Und grüß Menzniek. Also, diejenigen, die Bock drauf haben, können gerne wieder wie soll man sagen, unten unten in den Kommentaren gerne so eine Liste machen. Ronaldo in Minute 7.
Felix in Minute 12 und 30 Sekunden. Mbappé in der Sekunde, in der Minute und so weiter. Also so ein Time-Fenster mit allen heftigen Stickern. Und Ronaldo wird in dieser Liste sicherlich fünfmal vorkommen. Und wenn es so weitergeht, geht Mbappé hoch. Kommt Mbappé da nicht einmal vor? Da guckt euch das an, das ist illegal. Ich kann doch nicht eine 140er Box öffnen und kein Mbappé drin haben. England, jawohl. Und Jasper Cillessen. Einmal kurz gerade machen das Ganze. Den ganzen Stapel. Nächster Frankreich-Sticker. Der Panini-Seitfallzieher, auch wichtig. Wichtig und richtig, aber... Ne? Ihr wisst, was ich sagen möchte. Wo ist er denn? Jan Sommer. Jan Sommer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht nur ein paar Sticker fehlen, sondern da fehlen noch einige, oder? Ein Zionzi oder täuscht das? Weil ich schon halt so viele... Leute, guckt euch diesen Stapel an, ne? Ihr seht es gar nicht von oben. Von oben sieht das gar nicht... Na! No! Das schmerzt. Von oben sieht das gar nicht so viel aus. Aber so von der Seite, wie ich hier sitze, ich gucke ja quasi so, ne, auf die Sticker rauf, so hier, bam, ist das schon, Junge, das ist so ein heftiger Stapel, ne? Das ist so ein heftiger Stapel. So, womit geht's weiter? Italien, Kroatien, Guilherme hier, Ryan Jack, Jackal die Jock, Kai Havertz, Gündogan, Tim Sparv, Seferovic, Moreno und Umut Meraş. Zack. Zack, zack. Liam Palmer, Linetti. Dann haben wir Jokuzlu, Sabitzer und Swanberg. Swaniberg. Mor, Jesus Navas und Romelu. Lukaku, auch noch nicht am Start gehabt. Und es sind jetzt ungefähr noch 10 Tüten, würde ich sagen. 10 Packs left to pull. Kylian Mbappé. Hier für meine internationalen Freunde. Ne? Greetings from Germany, my friends. So. Slowak. Das war ein Zaubertrick. Moin, Meister. Kylian Mbappé. Das war ein Zaubertrick. Einfach das Sticker-Pack runterfallen lassen und zack, Mbappé. Reingeschnipst, die Schnippel, die Schnapp. Josef Paulsen. Und Robin Loth hier. Einmal dreh dich. Zack. Also diesen Stapel werde ich gleich in die Box zurückpacken. Und ich muss halt gucken, ob ich vielleicht sogar immer zwei, also der Inhalt aus einer Box... Also der Inhalt aus zwei Boxen, ob ich das halt in einer Box reinmache. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß aber nicht, ob dafür genug Platz ist. Die Busch hier. Dann geht's weiter mit Finnland. Ukraine. Granit Xhaka, Virgil van Dijk und Mario Fernandes. Die letzten drei Packs von der ersten 140er Box. Und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Schoboschlei. Ihr bekommt... von der Pause nichts mit, weil, wie gesagt, insgesamt werden hier 1000 Tüten ausgepackt. Aber ich mache immer wieder zwischendrin eine Pause. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon trotzdem anstrengend, ne? Es macht zwar mega, mega Laune, ich könnte das den ganzen Tag machen, aber es ist trotzdem auch, muss ich sagen, ein wenig anstrengend. 1000 Tüten, das ist auch hier eine gewaltige Aufgabe für mich und für mich auch das erste Mal quasi. Russland-Logo. Ich habe noch nie so viele Tüten am Stück geöffnet. Das waren 1000 Tüten. Die Ausbeute aus 1000 Tüten. Ja, einmal Mbappé, einmal Ronaldo, Felix dabei, De Bruyne, Jadon Sancho. Eigentlich alle Spieler, so die gefragtesten Spieler, sind alle am Start. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich die hier so reinstelle. Oh, ich habe einen Glitzersticker? PDF, ich habe einen Glitzersticker einmal übersehen, ja? Die Glitzersticker zähle ich auch durch. Ja, okay, da habe ich ein Glück nochmal gesehen, ja? Ich, cleverer Fuchs. Und da passen mehrere rein. Also die Bock kann ich hier stehen lassen für weitere Sticker dann. So.
Eine 140er Box. 140 Tüten sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Shiny Sticker. Bedeutet, in jedem vierten Pack ungefähr, in jedem fünften Pack ein Shiny. Ah, ist das, vielleicht habe ich auch hier und da einen übersehen in dem Stapel. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alle hier. Genau, Shinies lasse ich auch da liegen. Die ganzen Shiny-Minies. Und genau. So, die nächste 140er Box ist am Start. Die nächsten 140 Sticker-Tüten. Ja, und ich überlege, Leute, ich mache bei dieser zweiten 140er Box, die öffne ich auch komplette Rino mit euch gemeinsam. Das heißt, es wird hier nichts, keine Zeitraffer geben oder sonst was. Die zweite Box lasse ich mal da auch stehen. So, die nächsten 140 Sticker-Tüten. So, Papierkorb ist geleert zwischendurch und Abfahrt. Abfahrt, weiter geht's. Also jetzt insgesamt 141. Pack hier. Und erstes Pack geht los hier mit Thibaut Courtois. Ich muss ein bisschen Platz machen, weil ich muss hier den dicken Stapel machen. Den dicken Stapel. Weil da sind am Ende dann wieder, ja, einige auf dem Tisch, ne? Einige auf dem Tisch. Pepe. Ah, das ist ein guter Start. Das, ja, sehr geil. Zweiter Mbappé. Zweiter, ich hab's euch gesagt, ne? Pepe ist nicht weit weg von Mbappé. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Ich bin Panini-Profi. Panini-Profi, ich hab's euch gesagt. Pepe ist nicht weit entfernt von Mbappé. Und zack, ist er da. Ich hätte gerne mal so ein Fail-Display mit 5 Mbappés in einem Display. Oder Ronaldos. Oder Felixes. Oder keine Ahnung wer. Mit Wine Bubbles, Kapi. Kapi Mappi. So, oh, Bruno Fernandes. Das ist ein sehr guter Start hier in die nächste 140er Box. In die nächste 140er Box. Makarenko, Trippier, Kauko, Mario Fernandes. Fernandes, Sergio Ramos, Feldmann, Morata und Daniel Fomin. Bam. Oh, jetzt hätte ich hier fast zerrissen, ne? Da hätte ich es fast zerrissen. So, Ludwig, Augustinsson, Robin Olsson, Polen. Dann haben wir hier Manuel Neuer und Petkovic und Harry Kane Maney. Harry Kane Maney. Jetzt habe ich hier von links vom Stapel einen Pack genommen. Julian Brandt, Robertson, Lukas Klostermann und Ryan Christie. Ryan Christie. Oh, N'Golo Kanté. Kann man eigentlich zweimal? Doch, man kann. Man hat auch so viele doppelte Sticker. Ne? Also es ist unwahrscheinlich, dass man am Ende dann Ronaldo doppelt hat in einem Display. Oder Mbappé doppelt hat in einem Display. Aber theoretisch ist es möglich. Weil man kann ja auch hier Lukas Andersen. Gefühlt ist die Wahrscheinlichkeit höher, Lukas Andersen doppelt zu ziehen als ein Ronaldo. Aber am Ende ist es halt nur zufällig, ne? Am Ende ist es nur zufällig, welche Sticker in den Packs drin sind. Timo Werner und Williams. Timo Werner, wink einmal. Jetzt habe ich zwei Tüten in der Hand. Zwei Tüten in der Hand. Also ich werde hier auch bei dieser 140er Box wieder, keine Ahnung, 20, 30 Tüten öffnen und dann uns den ganzen Stapel angucken. So wie ich es in der ersten Box auch schon gemacht habe. Mason Mount. Mason Mount, auch ein guter. Kommt dazu, komm. Mbappé müssen wir aber die ganze Zeit sehen. Mason Mount, du verdeckst da Mbappé. Du Frechdachs. Hier, Mbappé ist bam. Kommt da auf dem Stapel. Auf dem Stapelchen. So. Weiter geht's mit Julian Drexler, Maxler, Pellegrini, Chiesa. Der Stapel wächst und wächst und wächst. Oh, Lucas Hernandez. Oh, Leute, jedes Mal, wenn ich jetzt Frankreich-Logo da unten sehe, geht mein Puls hoch. Der erste Shiny-Sticker, oder? Oder ich Shiny-Sticker-Übersprung? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der erste Shiny-Sticker aus 10 Packs oder so. Das ist schon nicht so lecker. Und ich glaube, die Shiny-Sticker können doch sehr arg variieren. Vielleicht ist es ja jetzt hier ein 140er-Display, wo ich, keine Ahnung, gerade mal 20 Shinies bekomme. Hoffe ich natürlich nicht. Weil die Shinies natürlich auch mit am seltensten sind.
Die normalen Porträtsticker hat man in jedem Pack, aber die Shinies, die kriegt man nicht in jedem Pack hier. Zack, der Panini-Seitfallzieher. Bam, bam, Stapel. Und weiter geht's. Und da kommt der nächste. Die Türkei ist das. Türkei-Logo. Komm, ich öffne mal jetzt die ganzen Tüten. Okay, das sind ja gar nicht mehr so viele. Ich mach's jetzt wie vorhin. Ich leg die hier oben hin. Ein bisschen runterschieben alle. Reiß die auf. Guck sie mir jetzt nicht an. Sondern erst, wenn ich alle aufgerissen habe. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Ich sehe jetzt schon wieder irgendwelche Memes auf TikTok oder so. Als ich hier, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ich war mal mit in einem sehr viralen Meme. Irgendwie bei so einem FIFA-Pack-Opening. Wenn deutsche Pack-Openings machen und wenn irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, irgendwie so war das. Da war ich mit drin, mit meinem Pack-Opening. Einfach so viral gegangen. Ich wusste nicht mal was davon. Einfach so. Ich habe es dann einfach nur zwischendrin gesehen. Weil mich dann einige markiert hatten. So, auf TikTok heiße ich übrigens Packs United. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Ich mache mal hier links auch noch weiter mit ein paar. Mal schauen, ob da jetzt, das ist quasi wie so ein Blind-Pack-Opening. Weil wir wissen jetzt nicht, wer, ja, welche Sticker da drin waren. Wir werden uns gleich überraschen lassen. Wir sehen immer nur den ersten. Lucas Digne. Wir sehen immer nur den ersten von ganz oben. Ach du Heilige. Soll ich das mal jetzt komplett durchziehen für die Box? irgendwie kann ich gar nicht mehr. Ich kann meine Hände gar nicht mehr stoppen. Das geht automatisch. Real Talk. Ich kann sie nicht mehr stoppen. Guckt euch das an. Zack. Der Stapel ist jetzt schon höher als der rechte Stapel da. So, aber gleich gucken wir uns die mal an. Die Shiny Sticker sortieren wir dann noch raus, das ist ja klar. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Mein Mülleimer ist schon wieder voll, Alter. Was ist das denn? So, ich würde sagen, 5 machen wir noch. Und dann geht es normal erstmal weiter. Weil das ist, Leute, das geht auf, ne? Das ist anstrengend hier. So die ganze Zeit die Stickertüten zu öffnen. Das wird, macht das mal. Okay, macht das nicht zu Hause nach. Weil ihr sollt die Sticker natürlich auch genießen. Und ich glaube nicht, dass jemand von euch irgendwie zu Hause 1000 Stickertüten auspacken wird. Gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus. So. Und wir pausieren jetzt erstmal. Wir gucken uns diese Sticker jetzt alle an. Ach du Kacke. Junge, was ist das für ein dicken Stapel, den wir jetzt hier ausgepackt haben? Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Phil Foden. Der erste. Koke, Mario Rui. Bergwein. Waldschmidt. Es kann natürlich sein, dass ich hier irgendwie einen Sticker mal Stickerchen überspringe. Wir müssen einfach hoffen, dass es kein guter Sticker war. Serge Gnabry hier dabei. Ansu Fati. Shiny Sticker Niederlande. Dann Shiny Pokal. Lukaku ist dabei. Emerson. Rui Patricio. Hier ist Jadon Sancho, kommt auch mal mit runter. Kingsley Coman als Duo-Sticker. Dann haben wir hier Finnland-Logo. Bailey Blind. Okay. Kai Havertz ist dabei, Schottland. Ah, schade, ein Pogba. Belgien-Logo. Einen zweiten Mbappé hätte ich gefühlt. Portugal-Logo. Ferran Torres, okay. Schweden. Schauen, ob Ronaldo noch dabei gewesen ist in den ganzen Packs hier. Oder ich lege ihn kurz ab hier, ne? Tielemans. Okay, ich sortiere mal ganz kurz. Ich mache das einmal kurz gerade, dass ich diesen Stapel auf diesen Stapel packen kann. Und jetzt haben wir nämlich einen kleineren Stapel in der Hand. Und da geht es dann halt deutlich einfacher, diesen anzugucken, als wenn wir so einen richtig fetten Stapel in der Hand haben. Bodka, Julian Brandt. Nee. Nichts Besonderes jetzt eigentlich mehr. Dries Mertens. Calvert-Lewin.
Jorginho, Vlasic, Robertson, Van Dijk, Mbogo, Rizic, okay. Ah, Baston, Kjær, Rabiot. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr dabei. Also Worst Case wäre, wenn ich hier jetzt einen Mbappé oder so übersehen hätte. Aber ich sortiere ja sowieso am Ende dann nochmal, also nicht in diesem Video, aber ich werde so oder so nochmal dann die ganzen Sticker irgendwann sortieren. Ich hoffe zeitnah, dass ich das zeitnah schaffen kann. Leute, ich packe diese Sticker schon mal hier in diese Box rein, dass ich halt eine komplette Box einmal von oben bis unten gefüllt habe. So. Und das dann nicht in einer Box immer nur, das, ja, wenn ich die jetzt zumachen würde, die würden ja halt so hin und her rückeln. Und dann würden die halt kaputt gehen. Lieber mache ich eine komplett... Leute, ich muss mal ganz kurz den Papierkorb, zack, die ganzen Stickertüten runterdrücken. Ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Papierkorbchen. Malos ist am Start hier. Malos, dann haben wir Claesson Ekdal, Nordmazedonien, Matze Ginter und Uremovic aus Croatia. Croatia. Bam, 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 badam. Leute, es ist gerade spät abends. Ich sitze hier im hell erleuchteten Raum. Und ja, wahrscheinlich, wenn hier jemand vorbeilaufen würde, der würde alles sehen, weil ich habe meine Vorhänge nicht zugezogen. Es ist stockduster draußen. Was ist das hier? Rodri. Und ich sitze hier und pack 1000 Stickertüten aus. Jawolski! Huch. So, weiter, weiter geht's. Abfahrt. Ozan Tufan, Artem Zuber, Frankie de Jong, komm, Frankie Menki kommt auch da unten hin. Frankie Menki kommt auch da unten auf dem Stapelchen. So, Remo Freuler. Aber ich sag euch ganz im Ernst, ne? Ich finde, die Taktik, die wir gerade gefahren sind mit Aufreißen, Aufreißen, Aufreißen. Also das hier, ich finde, das ist... Also das würde ich niemals natürlich in einem normalen Unboxing machen. Aber heute... wo ich 1000 Stickertüten auspacke, finde ich, ist diese Variante und ich, so, sind wir so, Tütchen aufreißen, Variante so und Dönitz, ganz klar beste Freunde. Also so geht's einfach, Leute, es geht so easy, ne? Bam. Bam. Ich mache jetzt einfach mal, bis wir ungefähr, ja, Leute, ich probiere jetzt mal, am Ende noch 15 Stickertüten übrig zu haben. So, Pi mal Daumen, mit meinem Augenmaß versuche ich das hinzukriegen. Mit meinem Augenmaß versuche ich das hier hinzubekommen. Natürlich muss man auch immer vorsichtig sein hier. Aber wenn man die so aufreißt wie ich, weil ich bin Profi, dann passiert da bei den Stickern gar nichts. Dann bleiben die natürlich alle komplett heile. Zack. Ansu Fati, Morata, geiler Sticker schon mal. Ansu Fati geht immer. Weil von Ansu Fati werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr viel hören. Von Ansu Fatichen. Poyanpalo. Poyanpalo spielt ja nicht bei Union. Dedrick Boyata, ja, apropos Union, zack, kommt Hertha. Mit Dedrick. Ich kann da Pals Ausraster verstehen. Dedrick Boyata wurde ja von Hertha, er wurde ja von der belgischen Nationalmannschaft nominiert zu den Länderspielen. Und ja, Hertha hat gesagt, nee, du darfst nicht, weil du bist noch nicht fit und so. Also er ist gerade fit geworden. Ich glaube, der hat bei Hertha dann 2 Trainingseinheiten gehabt und dann kam halt die Länderspielpause. Und da hat Hertha aus meiner Sicht zu Recht gesagt, ey, Dedrick, bitte fahr nicht. Am Ende durfte er doch fahren. Wahrscheinlich, weil er gebettelt hat, fahren zu dürfen. Er hat ein Spiel gemacht. Und zack, einfach verletzt wieder. Einfach verletzt wieder. Dankeschön, Dedrick. Dankeschön, Dedrick. Du wärst hinten in der Abwehr eine wichtige Stütze gewesen. Und jetzt bist du einfach wieder wochenlang weg. Ob er noch in diesem Jahr ein Spiel machen wird, ist ungewiss. Weil er jetzt sich wieder verletzt hat. Und nach einer Verletzung reinzukommen. Oh, das Deutschland-Logo. Komm, das packe ich mal direkt hier zur Seite. Und Kevin De Bruyne am Start hier. Ey, was war das denn für ein geiles Pack? Was war das denn für ein geiles Pack? Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt hier noch 30. Also ich mache mal noch ein paar
so auf. Das ist die Ratter-Methode, würde ich sagen. Das ist die Ratter-Methode. Wenn Shiny vorne ist, packe ich das Shiny direkt immer schon weg. Zur Seite. Wenn Shiny drin ist, aber bis jetzt ist ja hier noch nicht so viel Glitzernes dabei gewesen. Bam. 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 Mein Papierkorb, der macht sich schon wieder selbstständig da unten. Der Papierkorb macht sich da schon wieder selbstständig. Selbst und ständig. Oh, geiler Sticker. Ronaldo, Felix, kommt direkt unten hin. Rashford auch und Harry Kane, auch sehr nice. Trippier Maguire, Harry Maguire. Jedes Mal, wenn ich Maguire sehe oder lese, den Namen, wenn ich den Namen lese, so ist das bei mir. Jedes Mal, wenn ich den Namen lese, habe ich das Meme im Kopf. Harry Maguire! Kennt ihr das Meme? Ich denke ja. Kennt eigentlich jeder oder muss da eigentlich jeder kennen. Hier, guck mal. Ukraine und Frankreich Logo in einem Pack. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Pekarek. Weiter geht's. Ah, no. Jetzt würde ich sagen, sind wir schon nah dran an den 15 Tüten. Wir sind nah dran an den 15 Tüten. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch 25. Ich zähle gleich durch, Jungs. Und dann öffnen wir die letzten ganz normal und nicht in der Ratter-Taktik. Die Ratter-Taktik. Huch, jetzt hätte ich einfach fast hier das Sticker-Pack dahin gepackt und die Sticker unten in den Papierkorb geschmissen. Ich bin schon so durcheinander, ne? Die zweite 140er Box und wir sind gerade mal dann, wenn wir die zweite 140er Box komplett haben, und wir haben sie gleich komplett, dann sind wir einfach mal bei, gerade mal bei einem Viertel. Ungefähr. Gerade mal bei einem Viertel sind wir dann. Das ist nicht mehr normal. Toni Kroos. Das ist zu wild, was wir heute machen, Jungs. Das ist zu wild. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Das werdet ihr nächstes Jahr im Guinness Buch der Rekorde, in der neuen Ausgabe werdet ihr das lesen können. Im Guinness Buch der Weltrekorde, der Rekorde. Da wird Dönitz am Start sein. Packs United. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich habe mich um 2 Packs verschätzt. Aber guck mal, das ist ein gutes Augenmaß, wenn ich hier sehe. Oder ich habe hier gedacht, das sind 15 Packs und das sind 17 Packs. Das ist ein Maschala Augenmaß. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Sticker wir hier dabei hatten. So, dann Ruben Neves ist jetzt nichts Besonderes. Jota. Also Ronaldo muss jetzt eigentlich safe da schon drin gewesen sein. Ansonsten habe ich den schon, wahrscheinlich Ronaldo schon. Oh, Felix.
Akanji, Dänemark-Logo, also Shiny-Sticker, läuft jetzt hier in der nächsten an. Signed von Equal Game, auch geil. Na, wer ist das hier? Jamolenko und, war das Piontek. Ehrenbühler Krizdjov. Dann haben wir Modric, wer ist hier noch? Ja, kein, das ist auch einer. Hallo. Wer ist das? John McGinn war das. Ich habe gedacht, Ronaldo wollte sich da vor uns verstecken. Ronaldo war es aber nicht in diesem Fall. Mal gucken, kann ich, vielleicht kann ich die Sticker noch hier so quer reinmachen. Aber da mache ich dann nur eine, also nicht doppelt. Keine doppelte Stufe, ansonsten mache ich da auch die Sticker kaputt und das wollen wir ja nicht. Ja, das wollen wir ja nicht, ne? Ja, wer ist da? Wer ist da? Ah, Juraj Kutschka, du Lümmel. Dann das Russland-Logo. Ich hätte mal zwei Stapel für die Shiny-Sticker machen sollen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Shiny-Sticker wir im ersten Display hatten und im zweiten. Lost. Egal, hier Ukraine. Aber Ronaldo hatten wir, glaube ich, echt nicht dabei. Es sei denn, Ronaldo haben wir irgendwo übersehen. Oder Ronaldo ist halt noch in den Stickertütchen, in den Stickertüten, die wir da unten haben am Start. Rüdiger hier, ne. Okay, das heißt, ich mache mal jetzt ganz kurz hier solche Stapel und pack die hier so seitlich noch rein. Ah, lol, einfach Wales übersehen hier schon mal. Perfekt, Dönitz. So mache ich die seitlich einmal rein und hier noch einmal daneben. Doppelt mache ich jetzt hier nichts. Aber hier die Sticker, die jetzt hier noch da sind, die passen dann sicherlich da noch rein. Ansonsten hier jetzt an der Seite auch nochmal, dass wir halt immer solche kompletten Boxen voll machen. Und ich muss ganz einmal mein Papier, einmal ganz kurz mein Papierkorb hier wieder. Einmal klar Schiff machen. Einmal klar Schiff mit dem Papierkorb und weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt hier. Weiter geht die wilde Fahrt. Nehmen wir noch auf. Den nehmen noch auf. Das wäre richtig belastend, wenn ich hier, ja, hier die ganze Zeit rumquatsche und ich gar nicht aufnehme. Dann ist es unveröffentlichtes Videomaterial, was ihr niemals sehen werdet, weil es gar nicht aufgenommen wurde. Aber es läuft alles. Es läuft alles nach dem Fahrplan. Erik Dier, Nikolov und Kimbembe. Also ich werde sicherlich, Leute, ich habe ja jetzt die ersten zwei Displays, die ersten 280 Stickertüten habe ich ja komplett durchgezogen. Jetzt 280 Stickertüten. Holy shit, Mann. Ich glaube, wir ballern jetzt gleich noch eine 100er Box zusammen durch. Jungs, wir ballern jetzt gleich noch eine 100er Box zusammen durch. Also wir werden insgesamt 1000 zusammen durchballern. Aber für mich halt, ne, heute an diesem Tag. Weil für mich sind es ja quasi mehrere Aufnahmetermine hier. So, nächstes Pack. Ronaldo ist, hat sich noch nicht blicken lassen hier. Ronaldo hat sich noch nicht blicken lassen. Also ich werde euch so oder so dann nach den 1000 Sticker-Tüten in den kommenden Tagen, ich weiß nicht, wie schnell ich das machen werde, das dauert sicherlich einige Tage und Wochen, wahrscheinlich eher, bis ich dann alle Sticker sortiert habe, weil das ist halt schon, da braucht man den gefühlten ganzen Tag, um diese 5000 Sticker zu sortieren. 5000 Sticker. 5000 Sticker. Ich möchte, dass ihr es begreift, Jungs. 5000 Sticker. Soll ich es nochmal wiederholen? Ne, mache ich nicht. Slowakei-Logo. So, dann haben wir Schweden, Nordmazedonien, Portugal, Türkei und Polen. Und es kommt, wir kommen zu den letzten. Ja, 7 Tütchen waren das, glaube ich. Der Pokal. Wijnaldum hier mit am Start. Upamecano. Upa. Szoboszlai, jawohl. Der zweite im Bunde. Also Upamecano hätte man theoretisch auch rauspacken können. Weil ich glaube, das ist der erste Upamecano bei einer Europameisterschaft-Weltmeisterschaft. Kamavinga. Jawohl, auch geil. Und jetzt muss doch Ronaldo auch kommen. Da ist er doch. Ah, nee, es ist Moutinho. Schade. Schade, Schokolade. Portugal und hier Kuralski aus Polen. Drei haben wir noch. Drei Tütchen haben wir noch am Start hier. Und also das wäre echt eine Enttäuschung. Ich bin mir aber ziemlich sicher sogar, dass ich den einfach übersehen habe, oder? Kann das sein? Kann das passieren? Ich kann passieren. Aber einen Ronaldo hätte ich doch eigentlich gesehen. Ja, aber es war anscheinend war keiner in der zweiten Box dabei.
Anscheinend war keiner in der zweiten Box dabei. Das heißt, wir sind jetzt bei 280 Stickertüten. Haben zweimal Mbappé, haben zweimal Felix, haben zweimal Szoboszlai, einmal Ronaldo, einmal Ansu Fati. Ich habe da sicherlich welche übersehen, oder? Sancho war auch nicht dabei. Kai Havertz aber zweimal. Ja, wie gesagt, ich mache so weiter. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten. Ich öffne hier noch 100er Box. Und ich glaube, danach mache ich eine 140er Box. Aber die mache ich dann quasi in einem Zeitraffer. Dass ich quasi alle... auspacken, alles Tüten privat quasi, und dann zeige ich euch, was ich da drin hatte. Also sowas wird auch am Start sein hier. Und hier die ganzen Shinies, Alter, guckt euch das mal an. Oh, Baby! Ja, Wolski. Aber die 140er Box, die ballern wir hier noch durch, würde ich sagen. So. Display 2, Display 1 hier, wo alle Sticker-Tüten oder alle Sticker derzeit hier drin sind, das kann ich ja zumachen, weil diese Box wird jetzt sowieso erstmal zur Seite gestellt, weil die ist halt komplett voll. Genau. Ich nehme dann diese Box weiterhin für die einzelnen Sticker. Ich habe eine nächste Box am Start. Das ist jetzt eine 100er Box. Das heißt, insgesamt, wenn ich alle Stickertüten ausgepackt habe aus dieser 100er Box, oh, das ist immer wieder ein geiler Anblick hier, ne? Immer wieder ein geiler Anblick. Dann sind wir bei 380 Packs. 380 Packs, das heißt, wir sind dann fast bei der Hälfte. Marcus Rashford, und das ist ein guter Start. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Und ich fange erstmal hier ganz flauschig an. Wir werden die Ratter-Taktik hier sicherlich auch wieder machen, Mauken, aus diesem 100er Display. Aber erstmal fangen wir ganz easy an, Jungs. Ganz easy, Jungs und Mädels. Kai Walker, Timo Werner. Und aus einer 100er Box Mbappé. Einmal mindestens. Wäre schon geil, wenn wir hier am Ende, keine Ahnung, 8 Mbappés auf dem Tisch haben. Oder 8 Ronaldos. Oder, keine Ahnung. Okay, Ronaldo ist jetzt schon einer weniger. Wahrscheinlich liegt er noch heimlich in der Box. Und ich hatte gefettfingert und den nicht gesehen. So, Roman Sobnin, Julian Draxler, Taiwan Minks. So, Dani Olmo könnte man eigentlich auch gefühlt rauslegen, aber habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, deswegen mache ich das jetzt hier auch nicht. Arnautovic, Nzionzi. Also es nervt schon, dass die Sticker alle umgedreht sind und kreuz und quer, ne? Kann die Panini-Maschine nicht mal die Sticker ordentlich oder einheitlich reinpacken, nicht immer rumdrehen hier? Was soll denn das? Was soll denn das? Zack, zack. Ivan Perisic. Also aus Spaß müsste ich eigentlich immer auch alle, also am Ende, wenn ich 1000 Sticker-Tüten ausgepackt habe, müsste ich dann auch mal alle Sticker auf den Tisch hier hauen. Aber dann wären alle so, Leute, ich glaube, die ganzen Sticker passen gar nicht hier rauf. 5000 Sticker. 5000 Sticker. Ukraine. Dann Kuzjajew und Stefan de Vrij. Stefan de Vrij. Stefan de Vrije. Dedrick Boyata am Start hier. Gregoritsch. Kiefer Moore und Wine Fraser Mesa. Wine Fraser Mesa. Thomas Meunier, bester BVB-Rechtsverteidiger, Kapi. Robert Lewandowski. Oh, was hat ein Lewandowski da für einen Dreckfleck? Seht ihr das? So ein Druck. Nicht ein Druckfehler, aber von der Maschine so. Die Farbe so ein bisschen, finde ich. Ah, egal. Solange das nicht auf, auf den Mbappé-Stickern ist oder auf den Ronaldo-Stickern oder auf den Dings-Stickern. Wenn es nur einmal Lewandowski ist. Oh, guck mal. Wo Pepe ist, ist der Mbappé auch nicht weit entfernt. Ja? Ihr kennt das Sprichwort. Ihr kennt das Sprichwort. Das wird in 10 Jahren jeder sagen. Hier, Mandanda hat auch den Dreckfleck. Hey, Mandi. Und Mbappé? Nicht am Start. Yusuf Paulsen aber dafür. Aber ich sag's euch, ne? Pepe. Und da ist der Mbappé nicht weit entfernt. Komm, gönn jetzt einfach. Das wäre so geil. Oh, schade. Keiner. Trimmel hier. Der Unioner. Simon, José Fonte, Christoph Piontek. Christoph Piontek habe ich bis jetzt in jedem Display einmal gesehen. Der müsste auch dreimal jetzt am Start sein. Von der Cody. Kauko und Hinteregger. Und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch nach den Nationalmannschaften sortiert. Ja, moin. Ich glaube, dann hätte ich nicht mal eine Box fertig.
glaube, dann würde ich wirklich noch im ersten Display hier sitzen. Weil die ganze Zeit immer so suchen, da ist der, da ist Portugal, da ist Dings und so. Klar, am Ende ist man drin. Am Ende weiß man schon gedanklich, da Portugal ist links an der Seite irgendwo. Ne? Aber das dauert dann auch erstmal eine ganze Weile. Und es gibt immer wieder Momente, wo ist jetzt Tschechien? Tschechien da nicht, wisst ihr? Das würde einfach diesen ganzen Rahmen hier sprengen. Sagen wir es mal so. Sieger Welkowski. Locatelli, Kramaric und Williams. Dann geht's weiter mit. Wieder Duo-Sticker, Duo-Sticker. Oh. Kamavinga. Moin, moin. Kami. Kamavinga. Minga. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. England-Logo. Dann. Ah, Dönitz. Aufpassen, Dönitz. Aufpassen, nicht zerreißen. Also am bittersten ist es, wenn man den Sticker wirklich dann zerreißt. Und es wäre hier am Ende, hier, es war ein Franzose. Ein Glück, ne? Ihr wisst es, Kimpembe war es. Kimpembe auch noch ein junger Spieler und ein sehr, sehr heftiger Spieler. Das ist hier Hangia von Ungarn und Aradjuri. Aradjuri. Möchte nicht jemand von zu mir kommen, von euch? Und die ganzen Sticker dann am Ende sortieren? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hasse sortieren. Aber hier bei den Euro-Stickern bin ich motiviert. Bei den Euro-Stickern bin ich motiviert, weil ich auch selber wissen möchte, wie viele Alben bekommen wir mit diesen 1000 Packs voll. Das wird der Titel sein, Jungs. Also das könnt ihr in den nächsten Wochen mal auschecken auf meinem Kanal. Wie viele Alben zu 100% aus 1000 Packs oder so. 1000 Packs Check oder keine Ahnung, ich werde es irgendwie so nennen. Ihr werdet sicherlich mitbekommen. Aber das dauert, Jungs. Das kann ich euch direkt sagen, das dauert. Weil 5000 Sticker zu sortieren. Puff. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Das erste ist ja, man muss jeden Sticker nach der Nationalmannschaft sortieren. Und dann sortiert man die einzelnen Sticker ja nochmal nach den Nummern. Das ist ja auch das Zeitaufwendige. Auch gerade mit den Duo-Stickern. Weil die Duo-Sticker sind ja nicht immer auf einer Seite mit den Nationalmannschaften, sondern die sind halt immer davor oder danach. Die ganzen Duo-Sticker sind immer zwei Nationalmannschaften von den Duo-Stickern auf einer Seite. Wenn ihr das Album kennt, ich denke mal, ihr kennt das Album, weil ihr kennt auch hoffentlich die Serie Let's Collect auf meinem Kanal, wo ich jeden Tag um 18 Uhr Stickertüten aufreise, 15 Stickertüten, und diese Sticker dann direkt ins Sammelalbum einklebe. Also Let's Collect. Jeden Tag 18 Uhr, zwei Shinies in einem Pack. Da könnt ihr auch mal sehen, ne? Wie unwahrscheinlich es ist, mal drei Shinies oder vier Shinies oder fünf Shinies in einem Pack zu haben. Ich glaube, es ist möglich, weil jede Maschine kann mal einen Fehler haben. Jede Maschine kann mal einen Schluck aufhaben. Und, ne? Deswegen glaube ich, ist das definitiv möglich, aber es ist halt ultra, ultra selten. Virgil van Dijkie Mikey. So, dann geht's weiter mit Djilmaz Seferovic, Jan Sommer, Cengiz Ünder und Nikola Vlasic. Ich glaube, Jungs, es wird gleich mal Zeit. Es wird gleich Zeit für die Ratter-Ratter-Taktik. Was wir hier nicht alles erfinden im 1000-Sticker-Tüten-Unboxing. Die Ratter... Huch. Die Ratter-Ratter-Taktik, hier nichts da Besonderes dabei. Tim Krull. Ich finde, dieser Tim Krull sieht immer irgendwie aus hier wie der eine. Ja, das. Hier der eine auf Vox oder auf. Keine Ahnung. Oh, Mbappé Nummer 3. Mbappé Nummer 3. Bis jetzt in jedem Display Mbappé. Bis jetzt in jedem Display Mbappé. Da sind sie. Ja, die gucken mich doch gerne an. Also, wenn man Mbappé anguckt, hat man doch direkt gute Laune. So geht's mir. Leute, ich muss mal ganz kurz den Papierkorb einmal reparieren, Kapi. Jokoslu, Leiner und Bodka. Body, Body, Bodka. Nächstes Pack. Jovsiak. Wein Babel. Mason Mount kommt auch runter. Leute, wir werden so viele Sticker, ne? Die ganzen Sticker, die hier unten sind, werde ich sowieso erstmal einsneaken.
Aber ich werde dann davon natürlich auch Sticker in Sticker-Alben reinkleben, weil ich werde von dieser Euro sicherlich wieder 3-4 Alben voll haben. Also zu 100% voll haben. Zu 100%. Completely. So, Batshuayi und Mario Fernandes, Jungs. Komm, let's go. Ich schieb mal das Display, ich leg die da oben hin. Ich lege die Sticker am Anstoßkreis hin. Und baller jetzt hier mal ein bisschen durch. Jetzt sind wir in der Geschwindigkeit eines Ferraris unterwegs. Zack. Niederlande-Logo kommt aber direkt auf den Shiny-Stapel. Stapelchen. Shiny-Stapel. Adrien Rabiot. Vielleicht kann ich ja schon mal hier und da den Namen erkennen. Bei dem ein oder anderen Pack. Aber bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Zack. 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 Mateo Kovacic. Und Kroatien lege ich gleich zur Seite. Kroatien Shiny. Ich werde euch dann auch sagen, wie viele Shinies wir insgesamt haben. Also nicht in diesem Video, aber halt in dem Video, wo ich den alle Sticker sortiert habe. Da werde ich euch das dann mitteilen. Weil ich sicherlich in dem Display, was ich jetzt schon zur Seite gestellt habe, wo... Wieso gucke ich jetzt nicht durch? Wo ich die ganzen Sticker aus zwei Displays halt in ein Display gepackt habe. Da habe ich sicherlich auch hier und da einen Shiny vergessen. Könnte ich mir vorstellen. So, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe, Leute. Ich ziehe wieder runter bis zu 15 Packs. Also ich versuche bis zu 15 Packs runterzuziehen. Na, was denkt ihr, was jetzt? Ich würde jetzt schätzen, Pi mal Daumen würde ich jetzt sagen, es sind 27. Oh, war das Ansu Fati? Jawohl, Ansu Fati kann ich ja direkt hier runterlegen. Den Ehrenbruder. Den Ehrenbruder Ansu Fatichen. So. Zack, zack. Augustinsson Olsen. Mähle. Ah, es waren, glaube ich, doch mehr als 27. Ja, okay. Obwohl, so viele, glaube ich, sollte ich nicht mehr öffnen bis zu 15 Packs. Ist halt immer schwer, ne? Ist immer schwer. Beim ersten Mal hatte ich ja 17. Bin ich bei 17 rausgekommen. Spanien-Logo kommt auch direkt zur Seite. Zur Side of my life. Schwierig. Ah, ich mache noch zwei. Ich riskiere. Ich mache jetzt lieber mal zwei. Mehr als zwei zu wenig. Und zack. Schauen wir mal. 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wieder 17. Das kann nicht sein, Jungs. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier dabei haben. Zayden Sancho Pancho. Ansu Fati als Duo-Sticker. Die, glaube ich, hatte ich in den ersten Displays gar nicht rausgelegt. Mache ich jetzt aber. Weil ich gerade Lust darauf habe. Anthony Martial. Also, wenn wieder kein Ronaldo dabei ist, dann ist es wirklich illegal. Dann habe ich bis jetzt nur einen einzigen gezogen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Ich überskippe doch hier gerade garantiert Ronaldos. Ah. Reira, nee. Nee. Hier ist keiner dabei. Okay. Stapel machen wir einmal gerade. Klostermann. Dänemark, Ungarn, Tschechien. Da brauchen wir eh nicht gucken. Portugal. Ne, hier, wie ist er? Lopez. Lopez. Oyarzabal. Çalhanoğlu. Österreich, Schweiz. Türkei, Italien, Nordmazedonien. Nix. Kavachal. Dönitz. Was hast du da in den Packs? Bojan Palo, Nordmazedonien, Shiny.
Euro-Logo-Shiny. Rabiot. Lengele. Nee. Ich glaube, es ist wieder kein Ronaldo bis jetzt dabei. Ne? Wieder kein Ronaldo bis jetzt dabei. Wer ist das hier? Harry Maguire. Harry Mac. Da ist aber ein Shiny, sehe ich jetzt hier. Ein Shiny schon mal da übersehen. Und wo einer ist, sind garantiert, da tümmeln sich auch garantiert auch noch andere. Aber der Shiny-Stapel ist auch schon so dick, ne? Der Shiny-Stapel ist auch schon, guckt euch das mal an hier, ey. Guckt euch das mal an. Holy shit, Mann. So, und wir haben ja noch 17 Tütchen aus dem 100er-Display. Und die öffne ich jetzt hier wieder ganz normal. Und aha, aha, Jadon Sancho. Jadon Sancho, sehr, 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 sehr geil. Aha. Schottland-Logo. Jetzt geht's rund hier. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Kai Havertz? Da sind doch die Goldstücke. Da sind doch die Goldstücke. So. Andrei Duda. Kudryashov. Kein Shiny, aber... Ja, auch kein guter Spieler. Aber da bin ich schon ein bisschen, da bin ich schon ein bisschen angefressen, ne? Ein Display, nur im allerersten Display hatten wir Ronaldo. Mbappé haben wir alle drei. Mbappé ist die Quote gut. Ronaldo-Quote ist eher ein Flop. So. Ja, da kommt jetzt hier. Phil Foden, jawohl, ist auch nochmal gut. Auch nochmal nicer, nicer. Nächstes Pack. Da, oh, Leute, immer wenn mir das Pack runterfällt, ist ein geiler Spieler drin. Ja, hier, ich habe Lukaku hingezaubert. Weil ich bin der Zauberer. Der Zauberer United hier. Zauberer United. Dries Mertens, Ruben Neves, Nico Elvedi. Oh, das Deutschland-Logo. Auch nice, Doku. Wie viel sind es noch? Sechs Tüten sind es noch. Sechs Tüten sind es noch. Und die Ausbeute ist in Ordnung. Es ist ja nur ein 100er Pack. Also wir haben 40 weniger Tüten als, ne? Leute, ich kann schon gar nicht mehr reden. Pau Torres, 40 weniger Tüten als im 140er Display. Logischerweise. Logischerweise. Wales Logo hier. Zwei noch. Zwei Tütchen haben wir noch. Und mal schauen. Nordmazedonien Logo. Spieler, nichts Gutes dabei. Letztes Pack. Letztes Pack. Duo. Ciro Immobile und Roland Salai. Das waren jetzt 380 Stickertüten. Und das sind hier insgesamt schon 1500 Sticker. Mit diesen Stickern, ach du heilige Maria, Jungs. Ach du heilige Maria. Und da kommen noch einige dazu. Ja, ich packe aber erstmal jetzt die in die Stickerbox wieder zurück. Also in die eine Stickerbox hier zurück. Weil da kommen ja noch auf jeden Fall mehrere dazu. Genau, und mal gucken, was machen wir als nächstes. Wir machen jetzt wieder eine 140, oder die nächste 100er Box. Ich habe noch 200er Boxen und 340er Boxen. So, die nächste 140er Box ist am Start. Und ja, wir packen aus, Jungs. Hier sind die Sticker drinne. Und hier sind, ich nehme jetzt hier gerade diese nächste 140er Box am nächsten Tag auf. Und hier sind die ganzen geilen Sticker, die ich raussortiert hatte. Die Shiny-Sticker habe ich auch schon irgendwo hinsortiert. Also ich werde sowieso nach diesem 1000-Päckchen-Video, werde ich ja sowieso nochmal ein Video machen, wo ich alle Karten sortiert habe und euch sagen, wie viele Sticker quasi ich, ja, wie viele Sticker-Alben ich voll habe. So ein Ding wird das sein. So ein Ding wird sein und wir machen weiter mit Quack Gordon. Dann haben wir Barak. Es ist übrigens die nächste 140er-Box hier. Dann haben wir den ersten Shiny Sticker, erstes Pack, moin, moin, moin. Oh, geil, Alter, Koman und Ronaldo in einem Pack. Mashallah, das fängt doch gut an mit dieser 140er Box. Das
fängt doch richtig, richtig gut an. Haben wir Ukraine, Bastoni, Simon Kjær, Boril und Albin Ekdal. Zack. Übrigens, nach dieser 140er Box haben wir immer noch 100er, 200er, 200er, wir haben 240, 340, 500 Dings. Warte, was heißt denn jetzt? Ich stehe jetzt bei, ich habe jetzt bis jetzt 380, ne? Das heißt 400, 520, 620, 720. Ja, also ich habe noch 200er Boxen danach. Und dass ihr nicht denkt, es ist Fake oder sonst was, hier sind noch die anderen beiden 140er Boxen. Zack. Und hier sind noch die anderen beiden 100er Boxen. Huch. Aber das hatte ich euch ja am Anfang schon ausführlich gezeigt, dass hier einige Boxen noch natürlich, oder insgesamt habe ich euch die Boxen ja gezeigt hier. So, jetzt ist einmal der Deckel abgegangen von der einen Box. Egal, schmeiße ich weg. Nächstes Pack. Let's go. Let's go. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Lewandowski, Younga und Harry Maguire. Harry Maguirechen. Also aus dieser 140er Box werde ich auch sicherlich wieder die Ratter-Taktik machen. Die Ratter-Taktik. Also ich bin mir eigentlich jetzt auch schon ziemlich sicher, wir haben jetzt derzeit schon alle Sticker einmal mindestens gesehen. Also gefühlt ist jetzt jeder Sticker doppelt. Nicht nur gefühlt, sondern jeder Sticker ist doppelt. Bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir jetzt schon, Stand jetzt, wenn ich jetzt alle Sticker sortieren würde, haben wir jetzt sicherlich schon, glaube ich, ein Stickerheft komplett. Mindestens. Weil alleine jetzt Ronaldo schon zweites Mal, vielleicht sogar schon drittes Mal, aber ich war lost und habe den beim letzten Mal übersehen oder so. Oder bei der letzten Box Cancelo und Miranchuk am Start hier. Nächstes Pack, nächster Shiny. Türkei Logo. Hier wieder ein bisschen umdrehen. Kramaric und Bodyka. So. Skriniar. Dann haben wir das Panini Seitfallzieher Shiny Sticker. Den Seitfallzieher Berezinski. Und Karaman. Dann haben wir Belgien als Jubelsticker, Dries Mertens, Fabian Ruiz und Calvert-Lewin. Nächstes Pack, Strüger Larsen. Vielleicht sortiere ich jetzt schon am Wochenende, so irgendwie nebenbei zur Bundesliga. Obwohl Bundesliga 15:30 eher nicht, weil da konzentriere ich mich auf den Hertha-Sieg, Kappa. Hertha gegen Gladbach. Ja, das interessiert mich aber halt echt auch, ne? Also ich werde versuchen, dieses Video zu machen. Wie viele Sticker-Alben bekommt man mit 1000 Packs voll? Werde ich versuchen, zeitnah hinterher zu schieben, sage ich mal. Zack, Granit Xhaka, Virgil van Dijk. Hatten wir den überhaupt schon einmal? Van Dijky, Mikey? Van Dijk? Weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass ich den doch noch nicht bis jetzt gezogen habe. Ich weiß es nicht. Bonucci, Mvogo, Carvalho und Barisic, Tschechien, Schotti, Schottland, dann Toivio, Rabio und Fabio.
ich sagen, Bruno Fernandes, Alter. Das ist gerade mal der zweite Sticker, den ich da unten hinlege, ne? Das ist schon wieder illegal. So viele Tütchen, wie ich schon jetzt geöffnet habe. Ist das wirklich schon wieder illegal? Muss man ja mal einfach so sagen. Danilo Pereira. Krychowiak, Hennessey. Oh, Mason Mount. Moin, moin. Moin, moin, moin. Ich würde sagen, ich öffne noch 10 Tütchen. Und dann Timo Werner. Herzlich willkommen auch. Ey, es kommt immer Timo Werner und Williams. Kann das sein? Hat das jemand beobachtet? Heute kann man viel beobachten hier im 1000 Booster Unboxing. Im 1000 Packs Pack Opening. Lukas Andersen. Lukas Andersen. Ich denke, ich werde nach diesem Display mal ein Display quasi so im kompletten Schnelldurchlauf öffnen. Also für euch sieht es dann aus nach, keine Ahnung, 20 Sekunden. Aber für mich sieht es dann aus nach 20 Minuten. Weil wenn ich jetzt gar nicht kommentiere, kann man natürlich auch schneller öffnen, ne? Harry Kane, das ist quasi so die Ratatattaktik, die Ratatattaktik 2.0. Ratatatatatatatata. Weil ich habe mir als Ziel gesetzt für dieses Video, ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Ihr seht es ja jetzt, ihr könnt jetzt einfach das Video kurz pausieren und dann seht ihr ja, wie lange dieses Video geht. Ich habe mir aber auf jeden Fall Ziel gesetzt, 3 Stunden hier, also 3 Stunden ist safe, klar, dass wir die erreichen, aber halt so um die 3 Stunden dieses Video hier mit den 1000 Packs zu erreichen. Weil ich finde, alles über 3 Stunden ist sehr, sehr brutal. Aber so 3 Stunden kann man schon mal im Homeschooling sich reinziehen. Warum nicht, ne? Dann könnt ihr eurem Lehrer sagen, ihr habt Wahrscheinlichkeitsrechnung euch angeguckt im Mathematikunterricht. Weil wir ermitteln ja hier die Wahrscheinlichkeit, wie oft Ronaldo in 1000 Packs drin ist und wie oft ein Mbappé am Start ist und wie oft, wie viele Shinies am Start sind in 1000 Päckchen. Da könnt ihr die Wahrscheinlichkeit ganz einfach durchrechnen. Und da könnt ihr dann eurem Mathelehrer sagen, ihr könnt hier ein Packs and Riot Video im Matheunterricht anmachen, im Homeschooling. Und dann könnt ihr sagen, hier, Herr Müller, wir machen jetzt ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir gucken uns ein Panini Pack Opening Video an und gucken, wie viele Shiny Sticker Pepe. Ah, ich hab's euch gesagt, wenn Pepe am Start ist, ist Mbappé auch nicht weit weg. Wenn Pepe am Start ist, ist Mbappé nicht weit weg. Also wenn dieser Kommentar, ich hoffe, der Schnellste, der diesen Kommentar schreibt, wird hier heute definitiv in diesem Video Top-Kommentar. Das ist nämlich die Devise. Wo Pepe am Start ist, ist Mbappé nicht weit entfernt. Das muss der Top-Kommentar sein. Das ist einfach eine Weisheit. Also GG an denjenigen, der hier diesen Kommentar als erstes schreibt. Weil dieser Kommentar wird safe nach oben gepusht. Ich rieche es. Mbappé ist... Boah, geil, Mann. Jedes Mal, wenn ich diesen Mbappé-Sticker sehe, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, hat man gute Laune. Hat man direkt gute Laune, finde ich. Aber das ist schon ein bisschen... Auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, ne? Immer Mbappé und Pepe. Also wir hatten schon Mbappé-Packs, wo kein Pepe drin war. Aber das ist ja jetzt schon öfters vorkommen. Ich hatte aber auch schon ein Pack, wo Mbappé mit Pepe drin war, glaube ich, ne? Schweden? Oder ist es jetzt einfach arg Zufall, was ich hier habe? Weil ich glaube, in den letzten, die letzten zwei Mbappés, da war es nicht so mit Pepe. Und ich bin ja drauf gekommen, das zu sagen, nicht weil ich schon mal Mbappé und Pepe in einem Pack hatte, sondern ich bin ja dazu gekommen, das zu sagen, weil Pepe, Mbappé so ein bisschen sich reimt, ne? Pepe, Mbappé, so, ne? So ganz minimal. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Ungarn Shiny, sehr geil. Hans van Aken und Kamavinga. Lunga. Nächstes Packy. Nächstes Pack. Markus Berg. Duo Milan Bardet. Joe Boschlei, sehr nice. Und Nelson Semedo war noch da hinten am Ende. Nelson Semedo, Nakan Ake, Erik Dyer, Ronaldo, Axel Witzli. Also jetzt ist eigentlich schon Mbappé, Ronaldo sind raus aus dem Display. Vielleicht werden wir es erleben, dass wir einen von den beiden doppelt sehen.
Hatte ich auch noch nicht, also pff, warum nicht, ne? Willi Orban und Brave Wave hier. Kroatien, Khan Ayan und Zielinski. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Ratter-Taktik, Jungs. Die Ratter-Taktik mit diesen ganzen Packs hier. Ratter, Ratter, Ratter. Ich würde mal sagen, Leute, ich lasse hier so viele Päckchen drin, dass wir ungefähr 15 haben. Ich würde sagen, so, das sind 15. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgezählt. Und die Ratter... Oh, alter Falter. Das durchzurattern, das dauert ja Ewigkeiten auch trotzdem. Weil ich probiere mal. Mal gucken, wie schnell ich schaffe hier. So mache ich das, Jungs. Und Mädels. Es gibt ja auch sehr viele... Ja... Mädchen, Frauen, die auch Panini-Sticker sammeln oder Panini-Allgemein-Fußballkarten. War das hier? Ich wollte schon sagen, war das Ronaldo? Nee, war es nicht. Gerade machen, dass es am Ende einfacher ist. Also sowas mache ich natürlich nur in so einem Video, ne? Sowas würde ich niemals in einem 10-Tüten-Unboxing-Video machen. Oder würde ich auch niemals machen, wenn ich zwei Displays auspacke. Oder würde ich auch niemals machen, wenn ich ein Display auspacke. Das mache ich halt nur heute, weil ich einfach tausend Päckchen auspacke. Tausend Päckchen! Oh shit, Junge. Holy moly. Also dieses Video, das müsst ihr an euren Kollegen rumschicken, an euren Freunden, an euren Freundinnen. Tausend Päckchen. Könnt ihr einfach das Video weiterleiten und schreiben, ey, der Typ hat einen Knall. Der Typ hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Na, 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 na. Der Typ hat einen Knall. Shiny, shiny kann ich schon zur Seite legen. Shiny, shiny, meiny. Bin aber gespannt, ob wir in diesen ganzen Batzen. Ob wir in diesen ganzen Batzen. Nochmal Mbappé oder Ronaldo dabei haben. Also so ein Jane Sancho, Rashford oder so, safe. Safe Call. Safey, Mayfey, ich knall immer gegen meinen Tisch, Alter. Das tut jetzt weh gegen meine Hand. Huch, zwei Päckchen in der Hand. Er hat zwei Päckchen. Zwei Päckchen in der Hand. Schalalalala, lalalalala. Junge, das ist wirklich, also wenn ich mir das überlege, dass ich hier gerade sitze und die Tüten so aufreiße als, keine Ahnung. Ihr müsst euch das mal überlegen. Jede Tüte, die ich hier aufreiße, 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro. Das müsst ihr euch mal überlegen, ne? Macht man ja normalerweise nicht. Eigentlich kriegt man halt mit einer 140er Box, hat man ja eigentlich das Heft schon komplett. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit hat man es nicht komplett. Weil ich habe es euch am Anfang erklärt. Wenn ihr euch so eine 140er Box holt, dann könnt ihr euch ja A, 50 Sticker gratis nachbestellen. B, ihr kriegt alle deutschen Sticker gratis mit dazu. Das heißt, ihr müsst schon mal 20 Sticker von Grund aus weniger sammeln. Zack, da ist der deutsche, das deutsche Shiny Sticker. Den bekommt ihr übrigens auch mit, glaube ich. Oder nur die Spieler, ich weiß gar nicht. Müsst ihr.
Also ich zähle den auch gleich mal durch, wie viele Tüten da noch drin sind. Ich mache das ja immer, dass ich auf 15 gehe. Auf 15 Tütchen Spanien, auch Shiny und England Shiny in einem Pack hier. Die letzten zwei Packs hier. Und dann schauen wir mal, was wir da alles gezogen haben. Aber erstmal ganz kurz. 1, 2, ah ne, es sind mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diesmal bleibe ich bei 15. Komm, die ratter ich auch noch durch. Die ratter ich auch noch weg hier. Ja, und direkt, oh, wieder zwei Shinies. Ich glaube, ich habe irgendwie im Gefühl, dass hier in diesem Display deutlich mehr Shinies drin waren. Weil so viele Packs, wo wir zwei Shinies in einem Pack hatten, ne? Das ist wild. Hier habe ich schon durchgeguckt, da war nichts dabei. Niederlande-Logo, komm ich. Obwohl, ich öffne doch jetzt. Leute, ich öffne jetzt doch schon normal. Beziehungsweise dann kann ich mir ja direkt gleich hier alle angucken einmal. Ob es da irgendwas dabei war, was natürlich sehr geil ist, ne? Und hier und da überskippe ich halt einen Spieler. Weil die Sticker aneinander hängen. Oder ich sie nicht ganz einfach auseinander bekomme. Aber hoffentlich sehe ich hier alles. Ihr wisst es ja schon, mache ich jetzt hier nicht zum ersten Mal. Kimbembe. War da am Start Pau Torres. Anthony Lopez. Trimmel. Thilo Kehrer. Shiny Wales. Ich mache mal diesen Stapel hier rauf. Und dann Toni Kroos. Querpass Toni. Sehr cool. Ruben Neves. Ich weiß gar nicht, hatte ich Toni Kroos schon mal überhaupt gezogen gehabt? Luke de Jong, Jota. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, geil. Also klar, Toni Kroos ist schon nice, aber jetzt nicht so einer, der halt da... Und denn da ist er doch. Ciao Felix. Bam. Ja. Ward. Ganzen Duo-Sticker hier. Forest. Lauf, Forest. Lauf. Und Bergwies hier. Nächste Stapelchen darauf. Und dann gehen wir rein in die nächste Runde hier. Renato Steffen, Kader Rabeck, Huch, Sissoko. Also ihr seht, ich überspringe hier und da ein paar Spieler. Oder ein paar Sticker, weil die halt... Ne? Trinzao. Leroy Sané, aber manchmal sieht man es halt trotzdem, wenn da ein guter dabei ist. Polen, Shiny. Shiny, Miney, Kastanje. Wer ist das hier? Declan Rice kommt unten rein. Declan Rice, der Ehrenbruder. Ansu Fati, bam. Na geh doch, na geh doch. Belgien. Dänemark. Und Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Dann Emir Forsi Forsberg haben wir da noch. Und die nächsten hier. Sign von Equal Game. Also viele Duo-Sticker hier, ne? Ich sag's euch, also Real Talk, die Duo-Sticker werden einen Krampf zu sortieren, finde ich, glaube ich. Finde ich, glaube ich. Gutes Deutsch, Dönitz. Gutes Deutsch, aber das kann man schon mal verzeihen, ne? Nach dieser Aufnahmesession hier für mich. Das ist brutal, Jungs. Das ist wirklich brutal. Das macht mega, mega Laune hier. Ich könnte jeden Tag so viele Stickertüten auspacken. Aber am besten halt nicht, ne, in einem Zug. Mache ich auch nicht. Ich hab's auch, also ich hätte es nicht durchziehen können, in einem Zug 1000 Stickertüten auszupacken. Das ist super heftig, Jungs. Das ist zu wild. Ich pack mal die Sticker hier schon rein. Huch. Und mach die mal hier ein bisschen gerade. So. Na? Achso, da hängt da einer. So, so passt es doch. So passt der Lachs. Und dann öffne ich hier noch die letzten Tüten vom nächsten 140er Display. Und das Beste ist, Jungs, wir haben noch zwei weitere. Jadon Sancho, Sterling, sehr geil. Wir haben noch zwei weitere. Und Mbappé hier. Mashallah. Und wir haben noch zwei weitere 140er Displays. Und auch noch zwei weitere 100er Displays. Das heißt, nach diesem Display sind wir quasi, haben wir jetzt schon die Hälfte, ne? Aber wenn ich in diesem Tempo weitermache, dann geht das Video deutlich über 4 Stunden, glaube ich. Weiß gar nicht. Ich müsste jetzt alles zusammenrechnen, wie lange die erste Session ging und so. Also ich habe schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich dauert das Video auch, keine Ahnung, 5 Stunden zu rendern, weil das Video halt, keine Ahnung, 6 Stunden geht oder so. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja jetzt einfach immer pausieren. Das hört sich für euch komisch an. Weil ihr könnt jetzt einfach kurz pausieren, Pause drücken oder Vollbild entfernen. Und dann seht ihr ja, wie lange dieses Video geht. Und ich rede hier so, als wüsste ich es nicht. Und ich weiß es ja derzeit auch nicht. Frankie de Jong, sehr nice. Und hier Declan Rice, Mason Mount auf einen Sticker ist auch ein cooler Sticker. Muss man ja mal sagen. Alaba Sterling. Alaba Sterling, Störli. Paul Pogba, nächster Shiny Sticker. Jonathan Tah ist dabei, Sirigu. Siri. Kai Havertz, Havertz Kai. Gallagher, Schirkov. Hünderchen. Dann können wir jetzt hier Chiellini. Das hier noch. Melniak am Start von Kroatien. Von Croatia. Craig Gordon. Rose Fonte und Ulmer. Der Andi Ulmer. Der Andi. Julian Brandt, auch schon mal lange nicht mehr am Start gehabt, aber heute auf jeden Fall schon gezogen in diesem 1000 Sticker Tütchen Unboxing. Den Julian Brandinelli. Der Brandinelli. Portugal Logo. Sehr nice. Belgien Logo, schmeckt natürlich auch. Lukaku, oh Baby, Jaden, komm her zu mir. Jaden Sancho, Pancho, lalalala. Okay, jetzt denkt auch, glaube ich, der Letzte oder die Letzte, dass ich komplett einen Schaden habe. Yasici und Ramftel. Und die letzten Packs vom... Oh, Ansu Fati, Mashallah. Nice. Die letzten Packs vom nächsten 140er Display. Darida, Spirovski. Dann Schottland Logo, Schottland Shiny. Huch, jetzt habe ich einen da. Der kommt da oben hin. Dann haben wir Jensen, Daily Blind, Italien, Jubel, Posch und Emil Kraft. Und das letzte Pack vom 140er Display ist nochmal mit Mbappé. Nee, aber oh, mit den Franzosen Lenglet und Luca Waldschmidt, das war die nächste 140er Box. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was mache ich jetzt, Jungs? Was mache ich jetzt? Ich öffne, glaube ich, jetzt die nächste 140er Box. Aber diese nächste 140er Box, wo packe ich die andere hin? Alter Jungs, bei mir sieht's aus, ne? Bei mir sieht es hier aus, das ist nicht mehr normal. Ich öffne die nächste 140er Box, aber ich werde... Wieso ist da ein Spieler mit bei? Wieso sind da mehrere Spieler? Was da passiert? Ich werde aber diese Box als Zeitraffer öffnen wahrscheinlich. Das heißt, ich sitze hier, pack aus und rede nicht dabei. So machen wir das. Hier die Shiny Minis. Hier auf jeden Fall in der 140er Box war am Anfang ja Mbappé und Ronaldo mit dabei. Für mich so die geilsten Sticker, die man ziehen kann. Mbappé und Cristiano Ronaldo. Jetzt muss ich hier bloß vorsichtig sein, dass ich die geilen Sticker nicht irgendwie schade und kaputt mache hier. Genau. Ich würde sagen, Leute, wir... Ja, komm, die ersten Tütchen packen wir noch gemeinsam aus hier vom Display. Schottland Logo, Zielinski am Start hier, Isakchen. Das ist das nächste 140er Display. Nathan Ake, Olson, Embolo, Brekalo. Olson, Brekalo hat sich gereimt. Und nächster Shiny, da glänzt was, das ist der Dänemark Sticker. Und Joshua Kimmich, der Jau Kimmich. Der Jau Kimmich. Ey, yo, Manu, McTominay und Daniel James ist am Schlüsselwandel. Vertonghen, Wine Bubble und Niskanen.
Okay, okay. Komm, ich mach noch. Komm, das ist noch hier die Tüte. Und dann geht's ganz normal weiter im Zeitraffer. Come on! So, die letzten zwei Packs, nee, die letzten drei Packs aus der Box. Ja, und wir haben eigentlich schon alles dabei gehabt, was ich dabei haben wollte. Mbappé ist hier mit dabei gewesen, Ronaldo, Kamavinga, Mason Mount, Ansu Fati. Das ist hier der alte Stapel noch von der anderen Box, die ich am Anfang geöffnet hatte oder gerade eben geöffnet hatte. Felix hier. Ja, und drei Packs habe ich noch. Die ganzen Shiny-Sticker habe ich jetzt auch. Das sind nicht die Shiny-Sticker von einer Box, das sind die Shiny-Sticker von zwei Boxen jetzt insgesamt, weil ich die guten Spieler hier von der einen Box, die ich eben komplett geöffnet hatte mit euch, gemeinsam quasi, und das ist ja die Box, die ich im Zeitraffer geöffnet habe. Jungs, das war zwischenzeitlich dachte ich, ich drehe durch hier. No joke. Zwischenzeitlich dachte ich, ich drehe durch. Nächster Shiny-Sticker, Euro Skill, Skillzy als Maskottchen. Der Licht hier. Und dann geht es rein ins letzte Pack für die 140er Box. Und da muss ich ja auch schon wieder, ja, weil die ist jetzt voll, die kann ich eigentlich zuklappen. Beziehungsweise links ist da noch ein bisschen frei. Das heißt, ich kann die da ein bisschen reinmachen. Daneben auch nochmal, oder wie ist das? Ah, nee, daneben mache ich nichts mehr. Also die mache ich jetzt zu. Die ist finito. Finito, vanito. So, Leute, ich habe keinen Platz hier. Ich habe keinen Platz hier. So, die guten Sticker, die lege ich, die sichere ich jetzt auch mal, Jungs. Die sichere ich jetzt hier lieber auch mal, bevor hier irgendwas, bevor noch ein Ansu Fati kaputt geht oder so. Oder einen Mbappé. Oder einen, keine Ahnung wer. Zack, die sichere ich. Die Shiny Sticker kommen auch auf einen Stapel. Ah, ich habe zwischendrin habe ich auch da Shiny. Guck mal, da glänzt auch was. Da war ich auch zu lost. Ja, moin, einfach zwei Shiny-Sticker hintereinander. Dürren jetzt absolut wieder lost hier. So, zack, zack, zack. Die kommen zur Seite und die normalen Porträtsticker und Co. kommen jetzt hier schon rein in die nächste Box. Das heißt, ich habe jetzt noch, wie viel habe ich jetzt noch? Eine 140er. Eine 140er und, ja, gerade machen, nicht, dass sie irgendwie, ich will ja auch keinen Sticker kaputt machen. So, die kann ich hier stehen lassen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine 140er und noch 200er. Ach du heilige Maria. Ich würde sagen, die 140er, die mache ich wieder identisch. Also ich mache hier wieder, also wir starten ganz locker flockig. Komm, wir starten wieder mit ein paar, mit ein paar Packs hier. Und dann Kai Havertz, Havertz Kai. Und dann, ja, baller ich wieder durch. Dann baller ich wieder durch. Aber die letzten, ich würde sagen, die letzten zwei 100er Packs, also die letzten zwei 100er Boxen, die öffne ich dann nochmal so, ohne Zeitraffer oder ohne irgendwas. Mann, ich habe hier keinen Platz, Mann. Ich will aber auch, dass ihr die ganze Box seht. So. So lasse ich das. So lasse ich das. Säuri, Melniak, ja, nichts Gutes dabei. Ich würde sagen, wir öffnen wieder so 10 oder so gemeinsam und dann, yalla, dann ziehe ich durch und packe die Besten da wieder zur Seite und da unten hin und die Shiny Sticker daneben und so weiter und so fort. Sherry, Jeff, Alex Kral, Elmas noch am Start hier. Ja, Türkei-Logo. Warte, mein Papierkorb, ne, der überschwellt, der passt, da passt nichts mehr rein in meinen Papierkorb. Das geht nicht. Dönitz, was machst du hier? So, ein bisschen Platz wieder geschafft, weil die ganzen Tüten kann man ja immer so nach unten drücken. Weil ich schmeiße sie ja immer so rein, aber wie gesagt, man kann sie auch so und dann ist da, ups. Oh, Jadon Sancho, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Aber bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen, als hätten wir irgendwie zweimal Mbappé in einem Display. Was sehr schade ist. Aber ey, ne? Vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommt's ja noch. Okay. Ramsey, Yasichi hier noch. Okay.
Okay, okay, Gavici, Cech, Gnabry, Ansu Fati. Den sehe ich doch gerne, den Kollegen, nicht, Ansu? Bisschen streicheln hier. Bisschen Streicheleinheit für Ansu Fati. Ich will eigentlich zum Pack kommen, wo Pepe drin ist. Weil bei Pepe ist der Mbappé nicht weit entfernt. Ja. Und dahin aber einmal hier ganz kurz. Ne? Das geht ja gar nicht. Da kommt mein innerer Monk durch. Das muss alles schön gerade sein. Zack. Nächstes Display. Ja, moin. Nächstes Display. Nächstes Pack wollte ich natürlich sagen. Nächstes Display. Puh, ich denke schon gar nicht mehr in Packs. Ich denke in Displays. Lul. Das war's. Komplette Rino. Schirkov, Lengle, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt. Semenov, Bardi. Okay. Komm. Bis zum nächsten geilen Spieler ziehen wir hier. Und dann gehen wir rein in die Zeitraffer, würde ich sagen. Kevin Mbabu. Oh, auch selten gesehen, finde ich. Kevin Mbabu? Oder ist mir einfach nicht so aufgefallen? Also eigentlich kann jetzt... Also mittlerweile kann wirklich kein Sticker mehr dabei sein, den ich noch nicht gesehen habe. Ansonsten wäre es illegal. Ansonsten wäre das illegal. Portugal-Logo. Ozan Kabak. So, was kommt hier? Darida. Ja, Darida zählt für mich als geilen Spieler, aber für euch nicht. Deswegen mache ich weiter. Aber für mich zählt er als geiler Spieler. Oder geiler Sticker, besser gesagt. Wer ist das? Matze Ginter. Der Matze Ginti. Der Matze Ginti. Schalalala. Jensen, Daily Blind, Doku und Martin de Hoon. Tom Lockyer. Sergio Ramos da hinten mit bei Ondrasek, also hier als Duo-Sticker. Ja, der nächste gute Spieler lässt auf sich warten. Da sind erstmal zwei Shinies in einem Pack. Läuft auch Frankie de Jong. Komm, Frankie de Jong ist einer. Und jetzt, Frankie de Jong kommt nämlich hier unten mit rein in die Liste der geilen Spieler oder in die Position der geilen Spieler. Und ich mach weiter. Und let's go. So, ich habe mir wieder drei Packs übrig gelassen hier und ich habe auch schon wieder, ja, glücklicherweise alle Sticker gezogen, die ich ziehen wollte. Mbappé, Ronaldo ist dabei gewesen, Joao Felix, Lewandowski, Deckli, Wisey Nelly. Also in den drei Packs kann eigentlich gar nichts mehr kommen. Es sei denn, Panini überrascht uns und ich ziehe irgendwas, was ich noch, ja, was ich schon habe und doppelt dann ziehe. Aber kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Wir haben jetzt schon so viele Tüten geöffnet und so viele Displays und wir hatten nie einen Mbappé oder Ronaldo doppelt. Also kann ich mir auch jetzt hier nicht vorstellen, dass hier noch einer kommt. Phil Foden. Ja, Phil Foden kommt auch nochmal hier unten hin. Ja, und ich mache das jetzt folgendermaßen so und ich öffne ja jetzt noch 200 Tüten mit euch gemeinsam. Aber ich mache erstmal das nächste Display hier voll. Komplette Rino. Beziehungsweise ich könnte sogar fast das andere auch noch anfangen, weil, ja, nichts kaputt machen, Dönitz. So sieht's erstmal gut aus. Die Shiny-Sticker packe ich aber auf meinen Shiny-Stapel. Beziehungsweise habe sowieso, ich glaube, in einem Display habe ich die Shinies mit reingemacht. Ich habe in der also wie gesagt, es wird am Ende in 1, 2, 3 Wochen nochmal ein Video geben, wo ich alle Sticker sortiert habe und dann kann ich euch zeigen, wie viele Mbappés, wie viele den, wie viele Shinies, wie viele das, wie viele Alben habe ich voll. Wird es alles geben, Jungs. Wird es alles geben. So, das Display kann eigentlich ja so zur Seite. Und dann habe ich hier halt noch ein Display, wo ich zack. Habe ich noch ein Display, wo ich jetzt von den beiden 100er Displays, die ich jetzt habe, die letzten, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Die letzten 200 Tütchen. Auch, ach du heilige Maria. Wir fangen erst mit dem rechten hier an. Mit dem rechten 100er Display. Oh, Baby. So, wo packe ich die hin? Hier rechts an der Seite.
hier rechts an der Seite. Und natürlich leider die letzten 200 Tüten ohne Zeitraffer, eventuell mit einer Ratter-Taktik, aber das weiß ich noch nicht. Jetzt ist hier auf meinem besonderen Stapel Phil Foden runtergefallen. Phil Foden Modi, erster Shiny-Sticker fürs 100er Display. Und jetzt können wir hier nochmal sehen, wenn ich Mbappé, wenn ich Pepe im Pack habe, ob ich vielleicht auch Mbappé habe. Wenn das jetzt nochmal einmal zutrifft, ne, dann ist es echt wild. Dann ist es echt sehr, sehr wild. So, Gallagher, Mandanda, ne, nix Erwähnenswertes, sage ich mal. Danilo Pereira ist da mit am Start. Oh ja, Declan Rice, Mason Mount kann man mal. Und Jadon Sancho, Jawolski. Zwei geile Sticker hier in einem Pack. Schmeggel die, schmeggel die. Pepe. Aber der Pepe ist der falsche Pepe. Der Pepe ist der falsche Pepe. Porträt-Pepe brauchen wir. Porträt-Pepe. Aber nicht so. Nicht so, nicht so, nicht so. Jan Sommer. Jan Sommer. Bernardo Silva hier mit dabei. Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Okay, ich drehe wieder durch, Jungs. Aber könnt ihr es mir verzeihen? Nach ein paar Panini-Packs, dass ich hier ein bisschen balla-balla bin. Aber baba, buba, bababa. Ein bisschen balla-balla. Ansu Fati, sehr nice. Oh, yes. Ciao, Felix. Ciao, Felix. Sergio Ramos. Habe ich nie rausgepackt, deswegen auch nicht. Ja, eigentlich normalerweise Harry Maguire und Kappa. Nicht Spaß. Harry Maguire! Was haben wir hier? Jota. Hm. Hm. Warte, mein Papierkorb, ich muss den gleich wieder ein bisschen. Die Stickertüten muss ich reindrücken da unten. Meunier. Rashi. Rashi, Rashi, Rashford. Die ganzen Engländer kommen hier. Die ganzen Engländer. Die ganzen Engländer. Können gerne so weitermachen. Oh, Mbappé. Mbappé im Toni Kroos Pack. Nicht im Pack mit Pepe. Nicht im Pack mit Pepe. Toni Kroos. Also es war wahrscheinlich doch wirklich nur Zufall mit Pepe und Mbappé. Das war nur Zufall. Wir haben es bewiesen. Also wenn man so viele Packs öffnet, dann haben wir es wirklich bewiesen. Ich glaube, keiner wird auf YouTube jemals so viele Tütchen öffnen. Von der Euro in einem Video. In einem Video. Mele. Westergaard. Adam Lang. Das Deutschland-Logo und das Schweden-Logo in einem Pack. Zwei Shinies. Schmeckt. Schmeckel die, schmeckel die, schmockt. Lucas Hernandez. Mbappé als Duo-Sticker hier mit dem Juden. Mit dem Juden, Juden, Juden. Antoine Grisi Griesmann. Spanien-Logo. Alaba, Ante Rebic. Ah. Zack. Huch. Florenzi. Badi. Da kam jetzt schon lange keiner hier mehr, ne? Türkei, Shiny. Szoboszlai. Man muss sich nur ein bisschen aufregen, ne? Dann kommt hier Dominik. Am Start. Der Dominiki, Dogel, Nockel, Mogel, Dominico. Daniel was? Juri Tielemans. Zack. Ich würde schätzen, wir sind jetzt. Ja, wir haben jetzt 20 Tüten geöffnet von dem Display. Von der vorletzten 100er Box. Hier steht noch eine. Komplett voll. Komplett voll.
Da hängt einer quer. Da hängt einer quer, der Sticker. Der Stickerchen. Gallagher, Martial hier am Ende. In Ordnung. Nichts Besonderes. Der Pokal. Reka. Oh, Bruno Fernandes. Der ist natürlich wieder schön mit Lewandowski. Auch schön. Zwei schöne Sticker. Der Lever und der Bruno. Der Robert und der Bruno. Bruno und sein... Oh, habe ich den schon gezogen? Das Euro 2020 Logo? Oder... Sehe ich zum ersten Mal heute, oder? Also ich habe schon 800 Päckchen gesehen. Also es kann sein, dass ich es schon mal gezogen habe und übersehen habe. Aber irgendwie... Kommt mir das gerade spanisch vor. Luka Modric. Nix. Ronaldo. Ups, jetzt sind da mir Sticker runtergefallen. Und immer wenn das passiert, ist eigentlich ein geiler Sticker. Da aber leider nicht. So habe ich ja immer die geilen Sticker beschworen. Einfach Sticker runterfallen lassen und zack, war ein guter Sticker drin. Wartet mal, ich zeige euch jetzt hier. Einfach so hier, pass auf, zack, runterfallen lassen und dann ist ein guter Sticker drin. Da sage ich ja, Raheem Sterling. Habe ich doch gesagt, Jungs. Soll ich es euch nochmal zeigen? Soll ich es euch nochmal beweisen? Glaubt ihr mir nicht, Robert? Einmal runterfallen lassen, zack. Und man hat einen guten Sticker drin. Sage ich ja, Bernd Leno. Soll ich euch nochmal beweisen? Ich beweise euch nochmal. Zack, runterfallen lassen. Und man hat einen guten Sticker drin. Sage ich ja, Manuel Akanji. Soll ich euch nochmal beweisen? Zack, runterfallen lassen. Und ich habe einen Lewandowski drin. Robert Lewandowski. Huch. So, es sind ungefähr noch, Leute, ich ratter mal durch bis, keine Ahnung, bis 5 Packs oder so. Weil wir haben immer noch 100 Tüten, Jungs. Das ist zu wild, was wir heute hier machen. Das ist wirklich zu krank. Also ich mache das wieder hier so. Und guck mir die dann am Ende an. Aber ich muss vorerst einmal den Papierkorb. Einmal kurz so demolieren, dass das Ganze passt. Dass das Ganze da reinpasst. Das Logo kommt direkt. Ne, der Pokal war das. Der Pokal kommt direkt zur Seite. Dann, 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 dann. Nächstes Logo, nächster Shiny. Nächster Shiny Miney. Shiny Miney, Shiny Miney. Nächster Shiny, das ist das Schweizer Land Logo. Das Schweizer Land Logo. Oh Leute, langsam macht meine Hand auch hier nicht mehr mit, ne? Meine rechte Hand zum Aufreißen. Ich habe, glaube ich, morgen einen Muskelkater an meiner Hand. No joke. Und das die ganze Zeit nur von Packs öffnen. Ihr lacht jetzt. Aber das geht wirklich, no joke, das geht wirklich gerade auf die Substanz. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es macht mega Laune. Versteht mich nicht falsch. Aber auf der einen Seite macht es mega Laune. Auf der anderen Seite ist es schon sehr, 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 muss ich auch sagen, sehr anstrengend. Phil Foden. Das glaubt ihr jetzt zwar nicht. Aber ich möchte ja hier daraus kein 20-Stunden-Video machen. Sondern ich hatte mir vorgenommen 3 Stunden. Und ich glaube, ich bin jetzt schon darüber mit 3 Stunden. Ich weiß nicht ganz genau. Ihr seht es ja. Ich sehe es nicht. Ihr seht es, ich sehe es nicht. Nächstes Pack. Ratter, ratter, ratter. Obwohl, ich gucke jetzt hier einmal schnell durch. Und wir sind jetzt, ich glaube, wir sind hier ungefähr 15 noch. Ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eins verschätzt. Eins verschätzte Rino. Glick dabei, Rodri dabei und Serge Gnabry.
Komm, die letzten Packs öffne ich wieder. Ganz normal. Belgien, Shiny. Die guckt man, Leute, den ganzen Stapel, da guckt man natürlich gleich durch, ob da irgendwas Geiles noch mit dabei war. Wahrscheinlich schon, so viele Packs, wie wir da durchgerattert haben. Radikal. Schalala, Poyan Paloi am Start, Lobotka, Verratti. Dann Dedrick Boyata, Kamavinga, aha. Auch nochmal einer. Aber Ronaldo, vielleicht ist Ronaldo, versteckt sich da in dieser Menge. Könnte sein. Oder Ronaldo ist gar nicht dabei, könnte auch sein. Oder Ronaldo ist jetzt hier in den letzten Packs mit bei. Könnte auch sein. Könnte alles sein. Könnte alles sein. Wales Logo. Nix. Ronaldo! Mann! Das kann nicht sein. 100er Displays. Was soll denn das? Hatte ich bis jetzt in jedem 140er Displays immer, Mbappé und Ronaldo, aber 100 in einem 100er Display nicht, oder? Ich hab's sowieso schon vergessen. Keine Ahnung, ob das so war. Keine Ahnung, ob das so war. Alzheimer-Kick bei mir sowieso. Nix. Zwei noch. Zwei Tütchen haben wir noch. Zwei Tütchen haben wir hier noch am Start. Bergwies. Und Lucas Digne. Hier nichts mehr Gutes dabei gewesen. Und ich muss einmal ganz kurz wieder. Bam! 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 Der letzte Drücker für das letzte 100er Display. Aber einmal ganz kurz hier durchluschern, ob wir hier was dabei hatten. Moyes Keane, Dumfries, Chesney, Insigne. Ja, manche Sticker sind hier wieder, ne, so dicht aneinander, dass ich das gar nicht sehe. Also theoretisch könnte ich auch schon den Ronaldo übersprungen haben. Aber das werde ich spätestens sehen, wenn ich die ganzen Sticker sortiere. Ja, also ich habe nichts jetzt gesehen auf die Schnelle. Das heißt, ich hau diese Sticker hier alle rein. Yalla. Und dann geht es rein und dann geht es einfach schon rein ins rein ins letzte Display, Jungs. Holy shit, man. Holy moly. Ins letzte 100er Display. Die letzten verdammt nochmal 100 Sticker Tütchen. 100 Sticker Tütchen jetzt hier nochmal. Die letzten Endspurt, Jungs. Endspurt, diese Box kann ich auch weghauen. Zack, wird schön natürlich so gefalten. Bam. Und abfahren. So, die letzten 100 Päckchen. Die letzten 100 Tütchen. Ronaldo, Mbappé muss nochmal sein. Ronaldo und Mbappé müssen jetzt hier mindestens nochmal am Start sein. Ansonsten bin ich sauer. Schmeckel die Schmock. Moin, moin. Ja, 7 Event nicht dabei gehabt. Und jetzt sofort erstes Pack. Das ist crazy. Und ich habe gedacht, direkt zweites Pack Mbappé.
Was mache ich denn hier? Wieso schmeiße ich denn die Sticker da rein? Da seht ihr schon, ich bin wirklich lost. Ich kann, Leute, es ist crazy für mich auch. Es ist auch für mich gerade... Hört sich blöd an, aber es ist für mich auch gerade hart. So, Saver Schlager. Ja, Dykes, zack, kommt da oben. Silver, Linetti. Nee. Nada. Niente. Nix Gutes. Nix Gutes. Weiter nix. Ich halte jetzt einfach immer ein paar Tüten in der Hand, dann kann ich die besser falten. Dumfries, Serge Gnabry, Adam Nagy, den kann ich dir da reinhauen. Da habe ich ein bisschen Platz. Ey, bis jetzt liegt nur Ronaldo da. Was ist das denn? Bis jetzt liegt nur der Ronaldo da unten. Das ist doch schon. Das ist schon wieder. Das grenzt schon wieder an. Illegal. William Carvalho, Bese, nix. Einmal kurz gerade machen. Und dann. Abfahrt. Jawohl. Jawohl, das ist João Felix, der zweite Portugiese. Also, auch das letzte Display hat es nochmal verrückt in sich. Verrückt, aber erstmal negativ in sich, weil wir haben jetzt schon einige Tüten geöffnet. Ich würde schätzen, fast 20. Fast 20 Tüten und wir haben bis jetzt nur da unten, also nur in Anführungsstrichen Ronaldo und Felix. Aber dafür, dass wir halt schon 20 Tüten geöffnet haben, ungefähr, sind das halt wenig Sticker. Und drei Scheiß bis jetzt nur. Aha. Aha, man muss sich bloß einmal aufregen. Zack, zwei Shinies kommen dazu. Und Querpass Toni, Toni Kroos, auch am Start. Deutschland. Ja, Remtschuk. Ansu Fati, aha. Sag ich ja, man muss nur einmal laut werden, Jungs. Man muss einmal laut werden und zack, kommen sie doch. Kommen sie doch, die Kollegen. Belgien-Logo. Oh. Leute, wie geschmeidig ich die beiden Sticker umgedreht habe mit dem Tütchen, oder? Das war richtig geschmeidig, Olla. Kasper Schmeichel. Das war geschmeichelt. Das war geschmeichelt. Wat ein Wortwitz. Wat nen Wortwitz hier. Timo... Oh. Junge, was mache ich denn hier gerade, Jungs? Ich bin wirklich am Ende. Ich sag's euch, ne? Ich muss mich nach diesem 1000 Sticker-Tüten-Unboxing erstmal 3 Tage in die Eistonne setzen. Holy shit, Mann. Ich glaube, heute Abend träume ich von Sticker-Tüten. Ich träume von diesem Geräusch. Oh, Jadon Sancho. Ich träume von diesem Geräusch. Also wartet, ich träume genau von das. Genau davon werde ich einen Traum bekommen. Ansu Fati. Auch nochmal nice. Und Leute, ich realisiere es noch gar nicht. Es sind jetzt die letzten Packs, ne? Es sind jetzt die letzten Packs, die ich öffne. Holy moly, Alter. Und wie gesagt, wenn ihr die Stickertüten auch öffnen wollt, vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie ich, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Weil der führt euch nämlich zum Panini Online-Shop. Und der ist ehrenwert. Der ist ehrenwert. Ein ehrenwerter Online-Shop. So. Anthony Martial, Stefan Leiner. Was haben wir? Declan Rice kommt unten nochmal dazu. Declan Rice. Ja, komm Leute, ich drück noch ein letztes Mal hier. Ein bisschen Platz habe ich wieder freigeräumt, weil auch diese Box ist da auch schon links wieder voll. Die Display-Box. Calvert-Lewin kommt da hinten.
Also ich will jetzt auch nicht die Stickertüten durchzählen, weil es sind noch einige Tüten, die wir da haben. Ich würde vielleicht schätzen jetzt die... Ja, wir haben nicht mal die Hälfte, oder? Ah, ich zähle doch durch, scheiß drauf. Ah, nee, ich zähle nicht durch, Jungs. Da sind viel zu viele in der Hand, um das Ganze durchzuzählen. Es sind viel zu viele in der Hand, um das Ganze vernünftig durchzählen zu können. Leon Goretzka habe ich auch nicht häufig gesehen, aber wahrscheinlich übersprungen, weil es ist halt nicht Leon Goretzka, es ist Leon Skoretzka. Skoretzka-Metzka. Na, Juronen und Jensen hier. Ja, Jungs, ich schmeiß die Stick auch nur noch weg hier, ne? Ich hab gar kein Gefühl mehr in den Händen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin nervlich am Ende. Pepe. Und wo Pepe ist, ist Mbappé nicht weit weg. Und Mbappé war noch nicht am Start. Ich call's. Ah. Es gibt ja die Dreier, die magische Regel von drei Packs. Upamecano war die Nation schon mal richtig. Hier nicht. Hier leider nicht. Hier leider nicht. War das jetzt schon das dritte? Kein Mbappé in der Nähe von Mpepe. Das ist frech. Das ist frech, Lenglet. Lenglet. Jiri Mobile, Hans Van Aken, Sissoko. So, ich hau den Stapel schon mal ins Display hier rein. Ins nächste, wahrscheinlich voll werdenden Display. Mit einzelnen Stickern. Oh, Bruno. Moin, moin, Brunochen. Fabian Scher, Pirisic, Koman. Tyron Minxi. Lucas Hernandez. Also, wenn ich jetzt in diesem Display kein Mbappé mehr bekomme, im letzten Display vom 1000 Tüten Unboxing, dann bin ich wirklich gebrochen. Ein Mbappé muss nochmal sein zum krönenden Abschluss. Ist es Pogba, ist es Lewandowski? Aber Mbappé sieht anders aus. Rashford, oh kacke hier. Egal. Türkei, Logo. Super, Darida am Start, Wine Bubble, McTominay, Pervan. Sticker-Tüten kommen weg. Sterling als Porträt dabei. Aber den habe ich ja noch nie rausgelegt. Sterling hatte ich auch gefühlt in jedem Display auf jeden Fall mit dabei. Und hier kommt Robert Lewandowski als Duo-Sticker. Jetzt kann ich gleich mal durchzählen. Jetzt sind da natürlich dementsprechend deutlich weniger am Start. Aber ich muss einmal kurz für meinen inneren Monk, muss ich das ganz kurz gerade machen. Also hier unten stört es mich nicht, weil hier liegen nicht so viele. Da oben stört es mich, weil da so viele aufeinander liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 Tüten noch. 36 Tüten, das heißt, wir haben Stand jetzt 900... Ich kann nicht mehr rechnen. 965 geöffnet jetzt. 966. Ach du Kacke, Jungs. Ich fühle mich irgendwie wie an Silvester, wo man die letzten Sekunden runterzählt. Prinzau, Nordmazedonien-Logo. Manuel Neuer nochmal. Thilo Kehrer, zwei Deutsche in einem Pack. Hatten wir auch selten. Hatten wir auch selten. Österreich-Logo. Depay, Zillesen.
Julian Draxler, wieder zwei Deutsche. Sané und Draxler in einem Pack. Und Van Dijk noch da hinten. Auch ein sehr stabiles Pack, definitiv. Nix, 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 nix. Ah, Declan Rice, Mason Mount kann man mal da definitiv rauslegen. Das Ungarn-Logo. Ich habe schon wieder viel zu viele Tüten in der Hand. Zack, in den Papierkorb und daneben geschmissen. Weil ich wirklich... Ich sag's euch, Leute, ich breche hier jeden Augenblick zusammen. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist kein Scherz. Es ist kein Scherz. Es ist härter als es... Na so. Hört sich cool an. Oh, geil. 1000 Packs auspacken. Hat auch absolut Laune gemacht. Aber ich finde so, ab Pack Nummer 700 ungefähr. Ab Pack Nummer 700 ging es bei mir irgendwie abwärts. Muss ich euch sagen. Ab Pack Nummer 700. Also es ist definitiv eine Erfahrung. Einen Weltrekord, den wir hier eingestellt haben. Der sich sehen lassen kann. Und das wird sicherlich nicht mehr, ja, keiner mehr so schnell machen. 1000 Packs in einem Video. Das ist halt wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Linios. Griezmann, Batshuayi. Und das macht mich pro Pack saurer, wenn ich keinen Mbappé sehe. Wenn ich Mbappé sehe, bin ich happy. Bin ich happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Nix, nix, nix. Nix, nix, nix. Nada, niente. Hm. Insigne, Caleta K. Auch nix. Nada, Ake. Kam schon wieder lange nichts mehr, ne? Nichts mehr für den unteren Bereich. Jan Sommer, Zygankov. Tufan, De Ligt, Sevcik, Hugo Lloris. Schüller, Ante Rebic. Der Ante! Pokal ist am Start hier und Duo, 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 Duo. Baumgartner, jawoll! Yibi, yabba, yabba, Dutski, Mbappéchen, jawollski. Und Leute, da hat man doch gute Laune. Wenn man diesen Sticker sieht, da hat man doch sofort wieder gute Laune. Da ist er doch am Start, der Dönitz. Da ist doch die gute Laune zurück. Da, die letzten Packs hier. Die letzten Packs, Abfahrt. Let's go. Mbappéchen. Ich hab's euch gesagt, Mbappé. Renato Sanchez? Habe ich den überhaupt schon jemals gezogen? Ich glaube nicht. Renato Sanchez jetzt zum allerersten Mal, Kappa. Nee, ich weiß echt nicht. Der sieht mir wirklich so fremd aus. Piontek, jawohl. Skillzy Maskottchen. So, Portugal. Logo nochmal, die letzten Packs, Jungs, die letzten Packs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Packs sind es noch. 9 Packs. 9 Packs. Boyata. Petkovic. Pepe. Also wenn jetzt nochmal ein Ronaldo oder Mbappé kommt, die habe ich ja schon beide gezogen da unten wieder. Dann wäre es wild, also ich glaube es aber nicht. Weil, passiert einfach nicht. Das wird einfach nicht passieren. Was natürlich schade ist, aber dagegen kann man nichts machen, ne? Dagegen kann man nichts machen. Tschechien-Logo. Jesus Navas. Ansu Fati nochmal? Ah, ne, Meunier. Habe ich mich da ein bisschen verguckt. Rossi Gaia da hinten. Rosigaya, die letzten drei Packs. Die letzten drei Packs. O'Connor. Frankreich-Jubel. Auch übrigens mit Mbappé. Jawohl, Jadon Sancho, Sterling nochmal. Csaba, jawohl. Nochmal gut. Robin Koch. Und das letzte Pack, Jungs. Das letzte Pack. Das tausendste Pack habe ich in der Hand. Das tausendste Pack.
Holy shit, Mann. Holy moly. Und im letzten Pack ist Moiskin, Grosicki und Arkadiusz Milik. Ist das ein Zeichen, dass Polen Europameister wird? Ich weiß es nicht. Ach du heilige Maria Josef. Puh. Leute, erstmal strecken. Wenn ihr diese Serie auch sammeln wollt, die Euro 2020 Sticker, habe ich jetzt schon öfters erwähnt, könnt ihr sie ja natürlich gerne auschecken, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe verdammt nochmal, hier steht kein Display mehr. Alle Displays sind aufgerupft, alle Displays sind geöffnet. 1000 Packs in einem Video habe ich geöffnet. 1000 Packs. Und ja, mir ist nochmal wichtig, ich werde die ganzen Sticker jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sortieren. Und ich werde dann nochmal ein Video machen, wie viele Shiny Sticker zieht man in 1000 Packs. Wie viele Alben füllt man, also ich werde euch da definitiv auf dem Laufenden halten. Und genau, ich beende jetzt das Video. Vielen, vielen Dank für euren Support. Mal gucken, ob wir die 1000 Däumchen packen, 1000 Packs, 1000 Likes. Und ich bin raus, Jungs. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Das war zu wild, was wir heute gemacht haben. Ach du Heilige, Jungs, ich kann es immer noch gar nicht wirklich realisieren. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Tschüssikowski.